So, sehr geehrte Damen und Herren, verehrtes Publikum, hoi miteinander. Ich darf Sie ganz herzlich hier bei uns im Gemeindesaal in Triesenberg begrüßen. Warum stehe ich hier? Nicht der Jürgen. Jürgen hat mich vor 2 Tagen gefragt, ob ich spontan die Moderation übernehmen kann. Ich habe gesagt, ja klar, probiere ich mal. Ich habe jetzt einen 30-minütigen Vortrag vorbereitet. Ich hoffe, das passt dann. Also verzögert es vielleicht nach hinten raus ein bisschen. Nein, also ich bin der Julian und es ist mir eine sehr große Ehre, heute diesen einmaligen Mann vorzustellen, Joachim Zilmer. Und ja, ich würde sagen, jetzt fangen wir kurz mit seiner Vorstellung an. Also Joachim ist ein studierter, also diplomierter Bauingenieur, was beachtlich ist, dass er schon während des Studiums ein Stipendium bekommen hat von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Nach seinem Studium hat er dann gleich angefangen, 1973 eine eigene Baufirma zu gründen. Eine Bauingenieurfirma, danach auch ein Bauunternehmen und später auch eine Bauträgerfirma. Er war von 1990 bis 1999 Vorstandsmitglied in der Bauinnung in Solingen. Also neben seinem professionellen oder beruflichen Werdegang in der Firma hat er auch zahlreiche Bücher geschrieben, darunter 2 Bestseller, der eine ist Darwins Irrtum und auch die Irrtümer der Erdgeschichte. Dann weitere Publikationen waren das Dinosaurierhandbuch, Kolumbus kam als letzter, die Evolutionslüge, dann der Energieirrtum, das ist auch, worüber unser Vortrag heute hauptsächlich gehen wird. Und dann schließlich noch 2011, dann die Erde im Umbruch. Also auch alle Bücher, die ihr vielleicht schon gesehen, sind hier draußen im Foyer, können gerne erworben und auch natürlich dann später werden sie auch signiert. So, weitere Meilensteine war die Aufnahme in das Wer ist wer in Deutschland, dann das Who is Who in Finance and Industry, das Who is Who in Science and Engineering und auch das Who is Who in the World. Also vielleicht, wer es noch nicht kennt, das ist ein Verzeichnis, wo man nicht selber reinkommen kann. Also das wurde mal speziell angeworben und dann durfte man sich darauf eben dann auch aufnehmen lassen. Also es ist nicht so, wo man einfach mal eben ein bisschen Geld drüber schiebt und dann glaubt, dass man sich da Reputation erkaufen kann. Genau, er ist Mitglied in der New York Academy of Sciences, er ist Mitglied in der American Association for the Advancement of Science und auch Mitglied im IFODON e.V., das ist ein deutscher Verein für wissenschaftliche Aktivitäten. Genau, weitere Meilensteine, er wurde 2002 nominiert zum Wissenschaftler des Jahres, welche Fernseh- und auch Radioauftritte gehabt, also unter anderem auch im ProSieben, im Welt der Wunder. Er durfte das Dinoversum in Köln eröffnen. Er hat dort eben die Einführungsrede gemacht und auch das Band durchschnitten. Dann seine internationale Expertise konnte er und Beweis stellen, als er zu Evolutionsfragen vom Europäischen Parlament auftreten konnte und erhielt auch vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika die Anerkennung seiner freiwilligen Verdienste. Das ist die goldene Ehrennadel. Genug der Einleitung. Ich würde sagen, begrüßen wir ihn persönlich. Joachim Zilmer. Ja, ich möchte dir ganz recht herzlich danken. Es ist schon zu viel der Ehre, wir haben schon viel zu viel hier gelesen. Also, wo ich in den ganzen Jahren ja viel gemacht habe. Ja, ich möchte nochmal begrüßen, liebe Freunde, sehr verehrte Damen und Herren. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich habe gehört, es hätten viel mehr Plätze noch verkauft werden können. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, die Gemeinde will jetzt demnächst anbauen, dann können wir noch mehr Leute unterbringen. Das war ein Spaß. Aber ich hoffe, Sie wissen, auf was Sie sich eingelassen haben, denn heute werden wir das Weltbild ganz einfach mal kontrovers hinterfragen. Und dazu gehört auch der Energieirrtum, der jetzt gerade in der 5. Auflage ist wesentlich erweitert. Und ich habe gerade gehört, die Auflage schon wieder ausverkaufen kommt. Die 6. gerade wird gerade demnächst ausgeliefert, den nächsten Tag. Ja, Kohlenwasserstoffe sind unerschöpflich und klimaneutral.
das klimaneutral soll demnächst im nächsten Buch auch auf die Titelseite kommen, denn viele, ich sage jetzt mal Grüne, sagen, ja, es ist unerschöpflich, aber das Klima wird ja beeinflusst. Deswegen finde ich diesen Satz gerade darunter, also Zusatz und klimaneutral, sehr wichtig, was wir heute auch untersuchen werden und wir werden sehen, ob das auch so stimmen kann. Sie haben schon genug von mir gehört. Der Energieirrtum war schmaler, kleiner, drei Auflagen sehr erfolgreich und jetzt, das war die nächste Auflage, ohne Nachwort von dem Professor Gerlich, weltbekannter theoretischer Physiker, mit dem ich einer Meinung bin, der mich mal im Internet gesehen hat und hat gesagt, besser als Gerlich das gar nicht machen können, der hat mich überall bei den Wissenschaftlern entsprechend empfohlen und auch da ein Nachwort für vorbereitet, dass eine fünfte Auflage demnächst kommt, aber gleich die sechste Auflage gleich im gleichen Umfang. Die wichtige Frage bei den ganzen Sachen, womit ich angefangen habe, vor, habe ich mal eben gerade nachgerechnet, 55 Jahren, glaube ich. Und da habe ich mein erstes Buch gelesen, Robert Charron, französischer Querdenker, Vertauschte Vergangenheit und Verratene Geheimnisse hat er geschrieben. Und seitdem denke ich über diese Geschichten nach. Als ich jung war, war ganz klar, Kohlen, Wasserstoff und alles, was wir haben, kommen nur auf der Erde vor. So in dieser Art und Weise, Erdöl und Erdgas, weil es ist biologisch. Nur auf der Erde gibt es praktisch Lebewesen, in welcher Art auch immer, davon die, weiß ich, wenn die verfaulen oder gepresst werden, dann wird dann raus im Erdöl. So wurde es immer gesagt und daran habe ich auch vielleicht 30, 40 Jahre lang geglaubt. Und damals war klar, wie ich jünger war, die ganzen Planeten, die ganzen Monde, alles was Sie sehen, ist nur eisig, da gibt es gar nichts. Wir werden sehen, ob sich da nicht was dran geändert hat. Und dann war ich 1973, da war ich an der TU Berlin, saß im Vorlesungsraum, weiß noch wie heute. Und dann kam der Klapp aus Rom. Und bis zu diesem Zeitpunkt war das Erdöl, wir sehen es hier, immer gleichmäßig teuer. Immer. 100 Jahre lang. Weil man hatte genug Erdöl. Man brauchte nur Pumpe irgendwo, wenn man wusste wo, man muss wissen wo, aber es ist sonst kein Problem. Und dann 1973 kam der Klapp auf Rom und sagte, im Jahr genau 2000 gibt es kein Erdöl mehr. Damals sagte man, ach die armen Ölscheichte unten da, was machen die denn jetzt? Ne? Die müssen Sonne machen oder was weiß ich was. So, wir sind 2000, ist dann, sehen Sie ganz hinten, das der Erdölpreis so umgegangen, dann hat man einen Peak auf Öl erfunden. Im Jahr 2010, 11 sollten das meiste Volumen an Erdöl praktisch schon weg sein. Wir haben jetzt, ich habe mal irgendwo geschrieben, ja 13 rüber oder so, plus 13. Wir haben heute so viel Erdöl- und Erdgasreserven, dass wir das gar nicht glauben. So viel haben wir noch nie gehabt. Es waren Tanker rund um die Welt, die Erdöl horten, weil es zu viel Erdöl gibt. Man macht große Felder, macht man nicht mehr auf, weil wir zu viel Erdöl haben. Ich bin auch selber nicht rumgelaufen, ich habe damals das geglaubt. 1973, ich bin mit auf der Autobahn rumgelaufen, dreimal glaube ich, Samstage, an Sonntage, die Sonntag waren es. Und da fuhr kein Auto mehr. Das hat sich alles ein bisschen geändert. Ein Film von Dreisat über Erdöl. Hören wir den Ton. Muss ich auch was machen, denn? Ist die Worte? Ja. Dann tauchte plötzlich neues Öl auf. Was hatte sich dort unten abgespielt? Under the big oil field. Unterhalb des großen Ölfelds sind tiefe Brüche zwischen Erdkruste und oberem Erdmantel. Es ist ein riesiger Kanal. Er hat einen Durchmesser von 100 bis 150 Kilometer. Die Provinz Tatarstan, in der das Romaschkino-Feld liegt, wurde genauer untersucht. Im Zentrum ist auffällig starker Magnetismus messbar. Auch höhere Temperaturen deuten auf tiefe Spalten bis zum Erdmantel hin. Das frische Öl aus dem Romaschkino-Feld hat eine andere Konsistenz als das alte.
In Tatarstan wurden bis heute 3 Millionen Liter gefördert. Das sind 4-mal mehr, als nach biologischer Erklärung hätten sein dürfen. Das ist das Problem. Wir haben so viel Erdöl, so viel Bakterien oder Algen, wir können es auf der Welt niemals gegeben haben. Also müsste Erdöl und Erdgas anorganisch entstehen. Dieses Erdölfeld war eigentlich leer gepumpt, das war am Anfang der Tod nicht da. Und mit einmal kam Wasser raus, das haben wir bei vielen Feldern. Und dann kommt wieder Erdöl raus. Da kommt eine andere Signatur. Da sind andere Bakterien drin, tote Bakterien, als in den ersten Ölförderungen. Und ich habe es nachgeforscht, 3 Felder im Nahen Osten waren mal leer und sind dann wieder, haben wieder Erdöl gefordert. Man darf ja nicht so denken, dass Erdöl in der Blase ist und ich mache diese Blase sozusagen, mache ich leer, indem ich da irgendwie ein Rohr reinbringe. Sondern Erdöl ist immer nur in Sedimenten da. Also die Sedimente sind gefüllt. Wir werden vielleicht noch dazu kommen, dass das immer kaskadenförmig abläuft, je nach Druck. Und wenn mir ein Erdölfeld leer ist, ist es vielleicht, wenn überhaupt, zu 50% leer. Weil sonst wir mit den Drücken da gar nicht zurechtkommen sollten. Ja? Also es gibt kein leeres Erdölfeld, sondern es ist nur nicht mehr förderbar. Es gibt aber in allen, ich sage das jetzt einfach nur mal so auch, ich wusste es früher auch nicht, in allen Schichten, die wir haben, ist 10 Kilometer Tiefe, dann kommt der Granitmantel. Diese ganzen Schichten haben alle Öl, manchmal weniger, manchmal mehr, je nachdem wie das nach oben steigt. Wir sehen hier zum Beispiel in Rumänien, das wird so als versteinerte Wald verkauft. Das sind aber Ausgasungsröhren, wo Methan aus der Erde kommt und dann mit diesen Kalkablagerungen praktisch Röhren bildet. Denn eins ist, muss ich dabei erklären, Erdöl und Erdgas, Erdgas zum Beispiel besteht aus Methan, zu 85, 90, 95% und anderen Kohlenwasserstoffen. Aber eigentlich ist Erdgas Methan, also der einfachste chemisch gesehene Kohlenwasserstoff. Und diese Dinger gibt es dann auch noch vor Dänemark, das ist im Skagerrak, mit dem Taucher hier, das sind Ausgasungsröhren und oben kommt praktisch Methan heraus. Die sind heute noch überall auf der Welt aktiv. Sie sehen hier den Taucher. Am Meeresgrund gibt es überall Methanquellen. Und auf der ganzen Welt, gibt es ungefähr 1500, 1600 Schlammvulkane, wo wir gleich noch zukommen. Und aus diesen Schlammvulkanen kommt permanent Methan heraus. Ist mal ein großer Unglück passiert, großes Unglück passiert in Russland. Da hat das Feuer gefangen, so ein Schlammvulkan, hat eine mehrere Kilometer hohe Feuerwalze gebildet und da ist mehr Erdöl oder beziehungsweise Erdgas abgefackelt worden, also auf natürliche Art und Weise, als wir in mehreren Jahren auf der Welt verbrauchen würden. Überall auf der Welt finden Sie hier Gasfontänen, das sind Originalbilder aus Griechenland. Als die pleite gingen, haben sie gesagt, die sollten nur mal da unten bohren. Die haben nicht so viel Erdgas da, so ähnlich wie die Briten. Ne? Sie kennen die Story ja, dass der Außenminister, glaube ich, weiß, der britische gesagt hat, jede Tasse Erdöl, die da gefördert wird in der Nordsee, die trinke ich aus, hat er damals gesagt. Das hat aber viel zu tun. Ne? So, das hier ist Erdbeben, 92, hier 99 Gasfontänen, 3 Monate später noch 60 auf 34 Quadratmeter. Das hört nicht einfach auf, es geht einfach weiter. In den meisten Fällen. Aachen Mosby, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, vor Norwegen, ist einer dieser Schlammvulkane. Ja, der ist, hier steht es, 950 Meter im Durchmesser. Da kommt ständig Methan raus, zu 100%. Ein Loch von 950 Meter kommt Methan raus. Haben die Wissenschaftler früher gesagt, das wird einfach immer das flüssige Meerwasser auf oder so. Bis man vor wenigen Jahren herausbekommen hat, dass auch viel in die Atmosphäre geht. Und das Wasser ist, der Schlamm ist 28 Grad warm und da kommen große Methanmengen heraus. Ich weiß nicht wie viel, aber es sind Unmengen. Hier haben wir einen Schlammvulkan in Sumatra. Ich weiß gar nicht, komme ich gleich noch drauf. Der ist heute noch aktiv. Da kommt Schlamm raus. Ich kann den Namen, glaube ich, gar nicht richtig aussprechen. Sidorayo, ich glaube, das ist falsch, auf Java in Indonesien. Seit 2006 sind etwa
150 Millionen Kilometer, Kubikkilometer Schlamm ausgetreten. Es gibt noch 180 Öffnungen, die daneben sind. Schlammfontänen 50 Meter hoch, Temperaturen bis zu 100 Grad. Geruch von faulen Eier, was Sie alles kennen, wenn so, wenn so ein Schlammvulkan irgendwo, wenn Sie mal in Island sind oder irgendwo anders, haben Sie das immer dasselbe Prinzip. Das bedeutet, dass da Methan- und Schwefelwasserstoffe frei werden, die dann so komisch riechen wie faule Eier. Das Gelände sackte einen Meter ab, ist klar, wenn was rauskommt, dann sackt auch wieder was ab. Außerdem schob sich der Boden 55 cm auf diesen Trichter zu. So, dieser ist, und dann hat man eine 40 Meter hohe Wand um dieses Ding gebaut, das hat alles nichts benutzt. Da kommt bis heute Schlamm in großen Mengen heraus. Wir sehen mal hier die Mengen pro Tag. Zum Beispiel Dezember 2006 pro Tag 176.000 Kubikmeter. Hier noch, ich weiß die Zahlen aktuell nicht, kommt immer noch raus, 10.000 am Tag, jeden Tag. Ganze Dörfer sind da, mehrere Dörfer versunken. Sache unbewohnbar, die Gegend. Dieses Gelände ist eigentlich unglaublich. Das passiert, wenn ein Schlammvulkan kommt. Ähnlich ist das, das Gelände auf Ausbrüche, sage ich jetzt mal, zugeschoben wird. Das war zum Beispiel in Fukushima. Dort ist ja ein Tsunami gewesen und die meisten Leute oder die Wissenschaftler stellen das nicht richtig dar, was überhaupt ein Tsunami ist. Tsunami ist keine Welle. Tsunami ist ein Energieausstoß, wenn die Ozeane sind 4 Kilometer tief. Ich muss die ganze Höhe mit Energie versetzen, um überhaupt, damit die Wassermoleküle, wie dieses Pendel, das Sie kennen, angestoßen wird. Und dann geht das zack, 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 zack. Und wird praktisch, braucht ungefähr von Südamerika bis nach Japan, ich glaube, 11 Stunden. In der Welle erreichen Sie das niemals. Und eine Welle ist maximal, weiß ich, da 100 Meter tief oder so. Denn und wenn Sie 200 Meter tief sind, merken Sie von der Welle schon mal gar nichts mehr. Das war hier der Auslöser. Der Auslöser war hier ein Methanausbruch. Und die ganze Insel Japan hat sich ein ganzes Stück auf diesen Krater zubewegt. Und ich habe Ihnen mal die Buchstaben angeschrieben, A, B, C und D, 15 Meter. Die Zahl, die Buchstaben sehen Sie dort. So viel ist die Erdkruste im Meer auf diesen Krater hinzu verschoben worden. Und zwar plötzlich. Ist ja klar, wenn jetzt ein Methanausbruch kommt, dann ist, da kommen wir gleich noch zu, ist ein Loch da. Dann klappt aber, dann kommt nichts mehr, dann klappt das wieder zusammen, dann denken Sie, da ist nichts gewesen. Das Loch ist zu. Aber vorher ist das Loch praktisch aufgegangen. Wie bei einem normalen Vulkan auch. Sie haben jetzt hier gerade nochmal, jetzt war ich zu schnell, den Tsunami, hier ist das Pendel, wenn Sie das kennen, stehen, früher stand es auf jedem Schreibtisch, wenn Sie das anstoßen, fliegt die Kugel weg, aber die Kugel bleibt da. Das beim Wasser, bei genau dasselbe, wird angestoßen, das Wasser macht eine kleine ovale Bewegung, stößt das nächste ein und dann zack, zack, zack. Die Welle merken Sie auf dem Meer gar nicht. Die ist einen halben Meter hoch oder 70 Zentimeter. Wenn aber jetzt dieser Energieausstoß aufs Land trifft, dann schiebt sich die ganze Wassersäule nach oben und erzeugt praktisch Überschwemmung. Und dann erst wird es eine große Welle. Meistens, wenn Sie sowas haben und das Wasser geht zurück, diese ovale Bewegung, dann ist erstmal Land zu sehen, ein Stückchen vor der Küste, und dann kommt mit einmal dieser Schwung da. Und dann wird die Welle erstmal ganz richtig groß. Also ein Tsunami ist keine Welle, einfach ein Energieereignis. Und Sie sehen, wo hier die ganzen Schlammvulkane sind, alle an den Bruchstellen der Erdkruste, ganz klar. Weil es natürlich einfacher ist, durch die Risse nach oben zu kommen, anstatt durch die volle Platte. Das dauert natürlich länger. Und überall an diesen Stellen, kommen wir nochmal zurück. Überall an diesen Stellen ist ganz klar, hier fördern sie nicht nur Erdöl, sondern immer Erdgas und Erdöl. Es gibt keine Stelle auf der Erde, wo sie Erdgas fördern oder Erdöl. Immer Erdgas und Erdöl. Wir werden noch sehen, warum das so ist, aber das ist das. Da habe ich das geschrieben im Buch schon vor 20 Jahren, da kam Russland. Professor Kund, Universität Bonn, und sagte, ich hätte das abgeschrieben, irgendwo bei einem Professor Dings XY. Da habe ich gesagt, nein, das ist meine eigene Erfahrung. Er sagte, er hätte das auch geschrieben, aber der hat das auch besser begründet damals, als ich.
als ich und habe ich das heute seine Argumentation zum Teil auch denn übernommen. Es gibt eben nur Erdöl und Erdgasquellen, niemals isoliert. Und wenn so Erdgas aus dem Erdboden kommt, irgendwo, und es kommt aus der ganzen Welt, mal mehr, mal weniger, dann entstehen so Flugzeugabstürze wie hier. Ich bin da hier in Kanada gewesen, die Swissair ist da abgestürzt. Und da stehe ich da vor diesen Dings und gucke mal auf das Meer raus. Es gab so drei so Abstürze, die da drauf zurückgeführt werden. Ich weiß nicht, warum der mal schneller ist. Bin ich zu lange drauf. Hier Absturz von, das war die normale Flughöhe vor der Küste von New York. Dann war der Pilot, hat ihm gesagt, oh Gott, was ist das denn? Dann ist die runter und die konnten nichts mehr machen. Dann der Stromausfall, dann kam die Maschine noch mal kurz hoch und ist dann abgestürzt. Das ist nicht zum ersten Mal passiert. Und immer, wenn ich Flugzeuge in Amerika, bin ich viel geflogen, wenn ich vor ganz oben von Neufundland bin, immer an bestimmten Stellen, da oben von Neufundland, ruppeln die Maschinen. Wenn sie dann auch weiter runterfliegen nach Florida, kurz vor Florida, also Anfang des Bermuda-Dreiecks, ruppelt die Maschine auch immer. Ich bin da schon eine Spitze durchgefahren und so, weil da an diesen Stellen ist viel Erdgas und wenn Erdgas kommt, haben die Maschinen so gut oder schlechten Auftrieb oder auch mal keinen Auftrieb. Ich denke an Bermuda-Dreieck, wo wir nicht mal weiter darauf eingehen. Hier mal aus dem Fachbuch ein Foto aus der Nordsee. Hier drin ist ein Schiffswrack dokumentiert, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist in so einen Trichter einfach reingefahren, praktisch. Warum? Weil es keinen Auftrieb mehr hatte. Weil da aus diesem Loch, das steht auch in dem Fachbuch, Methan herausgekommen ist. Und Sie sehen mal rechts die Punkte, da ist 3x9 Kilometer in der Nordsee, mal so ein Feld raus, da ist das mit drin. Jeder Punkt ist eine Methanquelle, Erdgasquelle. Dokumentiert in einem wissenschaftlichen Buch, nicht von mir. Wird aber so gut wie nicht drüber geredet. Dessen steht da durch, auch aus den Büchern, aus den Wissenschaftsbüchern. Sie sehen, wie die Gase da aus diesen Trichtern praktisch herauskommen. Das sind kleine Trichter alles nur. Aber überall kommt der Methan raus. Das auch daraus, Sie sehen die dunklen Punkte da, mal mehr, mal weniger. Erdgas, Methan. In der Nordsee. Das ist ein Bild von der Nordsee. Sie sehen hier so einen Trichter und immer, dass hier die ganzen Krater so abgeben. Könnte man sagen, sind 1000 Meteoriten eingeschlagen. Das ist aber falsch. Sie sehen unten die Pipeline, das ist ein Bild 1:1, das gemacht worden ist. Und oben habe ich das nochmal, wenn da Wellengang ist, so wird das ein bisschen verformt oder wenn keiner ist, dann sind noch runde Löcher. Und dann habe ich ihn mal vom Mond, habe ich auch selber rausgesucht, Aufnahmen, die unten vom Mond sind. Sind genau dieselben Trichter. Man kommt inzwischen drauf, dass da auch Wasser sein kann auf dem Mond und so weiter. Es wird sich noch vieles ändern. Ich überschalte mal. Jetzt habe ich Ihnen nochmal die Nordsee gemacht und Sie sehen hier diese Krater zum Beispiel auf dem Merkur. Da haben Sie überall dieselben Erscheinungsbilder. Nehmen wir den Mars. Um Nordsee, Merkur, auf dem Mars haben Sie dasselbe. Sie haben auf dem Mars richtige Löcher, das kommen wir gleich noch zu. Und genau an, wo diese ganzen Nippeln, also Trichter nebeneinander sind, das sind so praktisch Risse in der Erdkruste und dort kommt das Erdöl heraus. Wie hier in Texas. Ist das Erdöl nicht irgendwo punktuell, sondern an Erdrissen entlang wird praktisch das Erdöl immer gefordert. Deswegen stehen diese Nipper, wie man sagt, in einer Reihe. Auch aus dem wissenschaftlichen Buch, Sie sehen hier, Ölförderung und Gasförderung, immer gemeinsam. Ne? Öl, da ist Gas und so weiter. Das ist auch so ein Riss bei Kansas, glaube ich, ist das. Und entlang dieses Risses können Sie alles fordern. Wenn Sie da ein paar Kilometer daneben gehen, können Sie auch was fordern, aber es ist nicht mehr wirtschaftlich, sage ich. Man muss also wissen, wo. Deswegen diese Nipper. In der Nordsee war mal, wenn Sie sich erinnern, eine Bohrplattform durch das Erdgas gesprengt worden. Sie sehen hier Originalaufnahme, Sie sehen hier, wie das Methan da rausgekommen ist, Erdgas. Und das war 1990, also schon ein paar Jahre her. Und damals 2007 war 1000 Liter Gas pro Sekunde, davon ein Drittel in der Atmosphäre. Das waren hier rechnerisch 200 Milliarden Tonnen Gas, habe ich selber mal ausgerechnet, bis zum Jahr 2009. Nur aus so einem kleinen Loch, weil da eine Methan-Sache explodiert ist. Und dann hat man das untersucht vor einigen Jahren. Und dann war früher dieser Trichter da. Und der schließt sich, weil da Carbonate und so gebildet werden.
Und darum sind dann sogenannte Entlastungslöcher, weil wenn das zu ist, dann sucht sich das Ganze, wenn ich das zubetoniere quasi, sucht sich das den leichteren Weg und das sind sogenannte Entlastungslöcher. Das haben Sie oft auf der Erde. Und da sehen wir hier nochmal den Merkur und Sie sehen hier zum Beispiel dieselben Erscheinungsformen, Krater und Entlastungskrater. Das sollen aber alles Meteoriteneinschläge sein. Und das stimmt zum Beispiel nicht. Die meisten sind Krater auf diesen Monden und Planeten und keine Einschlagskrater, wie wir nachher noch an einem Beispiel sehen werden. Und das ist ein Bild der NASA, das am Südpol da eben Stammfontänen herauskommt. Das, was sie eben hatten auf der Erde. Wenn man das vor 20 Jahren gesagt hätte, hätte man mich für verrückt gehalten, weil da gab es doch keinen Stamm, sondern das war gar nichts auf dem Mars. Sie sehen hier zum Beispiel, habe ich mal rausgesucht, Vulkane. Es ist immer ein Rätsel, warum erst Lava angeblich kommt und dann am Ende kommt Wasser. Habe ich Geophysiker gefragt. Ich sage, wieso kommt denn nur Wasser? Das ist doch Lava. Ja, Erklärung eigentlich gleich null. Die gibt es nicht. Man kann sie das nicht erklären. Wenn aber, und dann sagt man, ja, die Lava ist explosiv. Ich sage, ich habe Lava gesehen. Dort in verschiedenen Erdteilen, Lava ist nicht explosiv. Wenn ich jetzt hier Lava habe, da explodiert nichts. Und Lava kann auch nicht, ich habe ja Bauingenieure und so dabei, die werden das bestätigen, wenn Lava durch einen Vulkan schlurrt hindurch soll, der ist egal wie groß der jetzt ist, wie groß sind die nie richtig, wenn der ein paar Kilometer da hochkommt, von 4 Kilometer unten, passiert Folgendes, es wird vulkanisiert. Durch die Kälte des umliegenden Gesteins wird müsste die Lava praktisch vulkanisiert werden. Also wenn Sie Lava haben, ich war in so einer Röhre in Hawaii, da können Sie lang gehen, die sind riesengroß, da war Lava, ist runter, da hört irgendwann nach relativ kurzer Zeit auf, manchmal 100 Meter lang. Es könnte niemals sein, dass so eine Röhre mehrere Kilometer lang ist, geht nicht. Mechanisch nicht möglich, Reibung und Abkühlung und so weiter und so fort. Geht aber nicht. Was passiert? Lava braucht einen Zünder, das Methan. Wenn jetzt das Gas reinschießt, wie eben bei einem Stammvulkan, dann schießt das nach oben, nimmt die Lava mit und das Methan oxidiert. Sie sehen dann am Anfang weiße Wolken, weil wenn Methan auf Sauerstoff trifft, entsteht einerseits Wasser und andererseits Kohlendioxid, was ja angeblich unsere Atmosphäre schadet oder unser Klima, und auch Wasser. Also je mehr ich die Vulkane habe, desto mehr Wasser habe ich und desto mehr Kohlendioxid habe ich. Wenn ich aber der Sauerstoff hier aufgebraucht ist im Schlurt, dann entsteht sowas, das nennt man in der Chemie eine unvollständige Verbrennung. Dann kommt nämlich das raus, was Sie hier sehen, der Ruß. Da kommt erst die vollständige Verbrennung, Methan verbrennt, ganz klar. Und dann kommt noch Wasser den Hang runter, das Rätsel ist gelöst. Und danach kommt eine unvollständige Verbrennung, nämlich Ruß. Das ist immer so. Das sehen Sie auch bei dem Vulkan da in Südamerika, weiße Wolken und dunkle Wolken. Haben Sie immer. Und das sind ja so eine Ausgasungskrater, das nennt man Pingus, die werden bei den Eiszeittheoretikern, wir sind ja hier in den Alpen, praktisch als Erscheinungsbild der Eiszeit bedeutet, was aber nicht richtig ist. Ich habe da Beispiel bei mir im Buch drin, das ist bei uns irgendwo, das ist ein Krater. Und dann sagt man, ja, da ist irgendwas eingeschlagen, das stimmt aber meistens nicht, weil die Gesteine eigentlich da oben gerichtet sind. Also der Vater ist, die Steine sind da oben gerichtet, weil von unten nach oben etwas sich verschoben hat. Müsste bei dem Einschlagskrater aber genau umgekehrt sein. Ist es aber nicht. Wir sehen hier einen Krater auf dem Mars, der Victoria-Krater. Da soll was eingeschlagen sein. Sehe ich aber nicht. Ich sehe hier Wasser. Dort stand mal Wasser. Genau das ist passiert. Im Talausbruch. Und da hat sich Wasser gebildet, wie viel, aber ein bisschen. Wir sehen es hier nochmal genauer. Wasser war da mal. Das ist der Krater von oben, der ist relativ klein. Sie sehen auch hier die ganzen Ausdünstungen da um den Krater herum. Nochmal näher. Wir betrachten mal einen Einschlag. Es gibt sowas, Meteorkrater in den USA war ich auch. Wenn was einschlägt, entsteht, können Sie nachlesen, sowas wie ein Zentralberg. Zack, und dann kommt in der Mitte so ein Berg. Das gibt es. Den Meteorkrater in Arizona, der ist zum Beispiel so. Aber dieser Krater, den wir eben hatten, ist eben kein Einschlagskrater. Sie sehen immer auch das Wasser da drin. Das ist ein Ausgasungskrater.
Sie sehen hier, habe ich rausgesucht, auf dem Mars. Sie sehen diese Krater, da haben Kollegen von mir schon mal gesagt, ach, da waren früher Menschen am Bergbau betrieben, weil überall Löcher sind. Das sage ich mal, die Meinung teile ich nicht. Aber Sie sehen hier zum Beispiel ganz klar diese Ausgasungsfontänen und davon gibt es unzählige Bilder, die ich auch habe. Aber sind es mal zwei markante Beispiele sehen, die Fahnen sehen Sie oben auch. Da ist zum Beispiel auch so ein Loch, wo man sagt, das könnten irgendwelche vielleicht auch Vorzivilisationen gebildet haben. Wir sehen hier nochmal den Victoria-Krater und wieder hier, also der kein Zentralbereich hat. Und das ist praktisch fast überall auf dem Mars auch so und auf anderen Monden und Planeten auch. Hat man früher gar nicht geglaubt. Wie entsteht jetzt, wenn das Gas kommt, von unten nach oben kommt, entsteht durch den sogenannten adiabatischen Effekt oder auch Joule-Thomson-Effekt genannt. Das D ist allerdings falsch, weil ich da sehe, das sind zwei S eigentlich. Thomson heißt der Mann. Effekt. Wenn das Gas jetzt nach oben kommt, durch die Erdkruste und auf ein großes Volumen trifft, entspannt sich das Gas. Und es wird mit einmal kalt. Und zwar, da geht es um mehrere zig Grad, die es kälter wird. So ist wahrscheinlich das Eis in Sibirien entstanden. Weil kälter werden, durch kälter werden geht es nicht. Das sibirische Eis ist, weiß ich, bis zu anderthalb oder zwei Kilometer dick oder noch dicker, teilweise. So tief gefriert gar nichts. Da brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken, weil der Frost darüber das praktisch verhindern würde, die Frostschichten. So entsteht praktisch eine Vereisung. So kann man auch erklären, dass hier eine wissenschaftliche Expedition bei war, steht auch in Fachbüchern drin, waren auch berühmte Leute, der Charles Lyell, also Vordenker der Geologen, da haben die das gefunden, eingefrorene Ochsen in einem Flussbett, kristallklar, die sind während der Schwimmbewegung eingefroren, wie Sie sehen. Die waren intakt. Großes Rätsel, wie kann sowas plötzlich einfrieren? Durch diesen adiabatischen Effekt, den ich gerade gesagt habe, wenn das Methan nach oben kommt, genauso, dann bist du weg. Genauso hier, ich habe den mal in Leningrad oder links, wie heißt es Leute, Peter in Petersburg gesehen. Dieses Tier ist eines von mehreren Mammuts, die man gefunden hat, die noch Butterblumen im Maul hatten. Und im Magen hat man festgestellt, wie kann das passieren? Ja? Indem es langsam da erfriert oder so, dann bleibt keine Butterblume halt. Wieso hat er überhaupt Butterblumen im Mund oder im Maul? Es war nicht kalt zu damaliger Zeit. Die Mammuts haben lange Fälle gehabt. Zottelige Fälle eignen sich nicht für kalte Gegenden. Da muss ich sowas wie ein Eisbärfell haben. Aber nicht zottelig, das geht gar nicht. Da werden sich überall Eisbären. Diese Tiere sind eingefroren. Wissenschaftlich, dafür braucht man 80 Grad Differenz. Wenn man so schockgefroren will. Mit dem adiabatischen Effekt, den ich gerade gesagt habe, passiert das. Das Eis ist dann gebildet worden irgendwann. Wir haben wirklich noch Farm unter dem Eis von Grönland gefunden. Es gibt da Untersuchungen drüber, die haben gesagt, die Wikinger sahen das Eis auf ihre Farm zu kommen, so um 1300 irgendwann, und haben eingepackt, sind ganz gemütlich weggezogen. Weil das Eis kam langsam auf sie zu, denn als die Wikinger auf Grönland waren, gab es kein Eis auf Grönland. Vielleicht auf den Bergen wie hier in Eisen, vielleicht, aber nicht unten. Die Wikinger haben 100, können Sie bei mir im Kolumbus-Buch ganz gut nachlesen, haben 100 Kühe im Stall gehabt. Und ich brauche Ihnen jetzt nichts zu sagen, um Kühe, da es 5 Monate Dunkelheit, über 5 Monate Dunkelheit wegzubringen, muss ich Futter haben ohne Ende. Das geht nicht bei Eis und Schnee. Ja? Man hat sogar in Grönland Getreide gefunden, archäologisch ausgegraben. Das ist heute nicht möglich. Getreide hat man angebaut in Norwegen um 1200 und in Schottland. Heute nicht möglich. Um 1200, irgendwann 1300, 1200 gab es 8 Weinberge, glaube ich, in Mittelengland. Heute nicht möglich. Da muss es 2-3 Grad für Wärme haben. Ich habe mit dem Problem kein Problem. Ich bin sowieso ein Wärmefan. Für mich kann es wirklich 2 Grad wärmer werden wie damals. Und danach wurde es erst Eis. Ja? Eisvulkane beweisen, dass es warm war am Südpol. Ich habe Wissenschaftler untersucht, da sind Bohrungen gemacht worden, 1950. Und die haben gesagt, vor 6000 Jahren hörte da die Eiszeit auf, angeblich. Oder die Warmzeit auf. Und dann kam erst das Eis. Vor 6000 Jahren. Ich sage mal, es war noch kürzer, aber es ist ganz klar. Wir sagen aber, da
das 30 Millionen Jahre Eis gewesen. Stimmt nicht. Heute sieht man, dass unter dem Eis überall Wasser ist. Und im Norden hat man einen gefrorenen Wald mit frischem Holz gefunden. Und da gibt es genug Beispiele. Wir hatten einen zweiten Eisbergkern in Grönland. Und die haben gestimmt, die Wissenschaftler, schnelle Vereisung und nicht peu à peu Vereisung. Schnell sind die Szenen zu machen. Sonst würde ja auch nichts konserviert werden. Wenn eine Versteinerung muss schnell gehen. Kann nicht sein, dass eine Versteinerung Millionen von Jahren dauert, wie die Leute sagen. Wird ja alles verwest sein, bis die nächste Zelle langsam verwest ist. Denken Sie mal darüber nach. Es geht so nicht. Ich weiß nicht, warum man immer ein bisschen weiterschaltet. Und dann hat man früher, wusste man gar nicht, gesagt, ja, Kohlenwasserstoff gibt es nur auf der Erde, also organisch und so weiter. Woanders haben wir das gar nicht. Und auf dem Titan war man überrascht, was gibt es da? Kohlenwasserstoff. Die Wolken, die Seen, die Flüsse bestehen alle aus Methan und höherwertigem Kohlenwasserstoff. Wo kommen die her? Ohne organisches Hinzutun, rein anorganisch. Ne? Sie wissen ja, wenn wir Chemie studieren, gibt es anorganische Chemie und organische Chemie. Und da ich mich mit einem, der anorganische Chemie studiert hat, sagt er, ich bin Anorganiker. Ja, mit dem habe ich nichts zu tun. Und da habe ich mit einem, der Organiker, also organisch studiert hat, der sagt er, mit anorganisch habe ich nichts zu tun. Chemie ist Chemie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Prinzipien sind immer die gleichen. Bloß bei dem einen ist Kohlenstoff dabei und bei dem anderen nicht. Da ist der Unterschied. Die Entstehungsgeschichten sind immer von diesen Sachen immer gleich. Und man war überrascht, dass das eben so ist. Ich kenne den Professor Kund, die haben da, die haben da Untersuchungen gemacht und es geht gar nicht. Ich will zurück. Da sind wir. Das hatten wir auch. So, jetzt gehen wir vor. Da waren wir. So, und auch auf dem, ich habe hier mal Aufnahmen gemacht, man war erstaunt. Man hat gesagt, das ist früher nur Eis und so, die ganzen Monde hier von, weiß ich, vom Saturn und vom Uranus. Und da habe ich mal so eine Falschfarbe auf meinen Arm herum selber gemacht, dass da eine Energie möglich ist. Das glauben Sie gar nicht, was da passiert. Und unten auch, dass die Aufnahme, die ich ein bisschen nur verfremdet habe. Ja, und das ist ein Bild von der NASA. Überall kommen hier diese Tigerstreifen, die man sagt, oder Tiger Strips, da kommen überall Nase raus. Überall. Und heute ist fast jeder Mond, auch wenn er noch so klein ist, vermutet man heute schon, dass der flüssiges Wasser unter der Oberfläche hat. Da hätte man einen noch vor ein paar Jahren für, weiß ich, einliefern lassen. Mond um Mond, man sieht überall Lichtblitze, habe ich mal irgendwo vor ein paar Jahren aufgenommen. Das Ganze wird praktisch anders gedacht heute auch schon. Und die habe ich auch rausgesucht aus Apollo-Mission, was man auch mal drüber halten will. Da sehen Sie diese Wolkenbildung da. Ja, das ist aber tot. Der Mond ist tot, wie er tot ist angeblich. Stimmt aber nicht. Oder hier habe ich auch rausgesucht, Originalaufnahmen. Sie sehen hier die Dämpfe, die aus dem Mond herauskommen, an bestimmten Stellen. So, Geysirraum, Kleinplanet Ceres gibt es. Ja, das ist ein kleines Planet. Das dürfte alles gar nicht passieren, sowas. Und das gibt, da gibt Wasserdampf, was läuft auf so einem kleinen Himmelsgestirn ab. Sie wissen ja auch heute, ich habe ja noch früher, wenn da Kometen sind, hat man früher gesagt, wie ich jung war, alles Eis. Da schmilzt es ab und dann sieht man das da hinten und dann, wenn er wieder nahe kommt, dann konnte man ausrechnen, so und so viel Verlust, 30.000 Jahre alt. Und ich sage, wie alt ist unser Sonnensystem? Unser Erde, hier bei uns, 4,6 Milliarden Jahre. Warum gibt es denn gerade jetzt solche Erscheinungen und nicht schon vor 50.000 Jahren, die schon seit 20.000 Jahren vorbei sein müssen? Warum denn gerade heute? Wenn Sie heute nachlesen, steht, dass diese ganzen Fixsterne, oder wie man so sagen will, aus kohlenstoffhaltigem Gestein bestehen. Kohlenstoffhaltiges Gestein. Kohlenstoff entsteht praktisch, ist praktisch Methan, was ich gerade sage. Noch vor wenigen Jahren hat man sowas nicht geglaubt. Sie sehen auch hier nur mal so, da sind Gaskets ganz offiziell bei Tempel 1 gemessen worden, glaube ich, 10 Gaskets aus Erinnerung gleichzeitig, was da rauskommt. Was passiert auch mit Gasen? Sie sehen hier die Schlacht von Los Angeles, ich weiß gar nicht genau, 1945 oder so. Da hat man gedacht, Japan greift Amerika an. Das ist ein Bild aus der New York Times. Ja. Da waren überall
waren die Flugzeuge oder so. Sind die aufgestiegen, haben geguckt, nicht zu früh. Das waren alles Erscheinungen, die entstehen, wenn Gase praktisch in die Atmosphäre kommen. Es gibt in Texas, gibt es ein Feld, da sagt man, wenn du UFOs sehen willst, dann musst du da in das Feld gehen. Da sind dieselben Sachen. Da gehen die Lichter, tanzen von oben nach unten, von oben nach unten, von links nach rechts, schräg, diagonal, egal. Ja, das sind alles Sachen, die durch Ausgasen und so weiter funktionieren. Ich bin nicht wirklich gegen UFOs, sag ich das mal so. Ich war da in Roswell gewesen und ich sage, das ist ein UFO abgestürzt. Das ist meine ehrliche Meinung, da stehe ich auch zu, wenn man mich auch für verrückt halten will. Aber ich habe zum Beispiel, da hat ja damals ist ja ein großes UFO abgestürzt. Da war mal im ZDF, glaube ich, da haben sie die alten Leute, die das geborgen haben, da hat man damals ja gesagt, der hat drei Tage lang, der Kommandant, hat dann gesagt, ja, es ist da ein UFO abgestürzt. Wir haben hier Teile. Und ging drei Tage um die Welt. Nach drei Tagen kam das FBI, da musste sich neben Luftballons stellen. Die waren überall, da Wetterballons. Dann haben die FBI-Leute gesagt, das war ein Wetterballon, der durfte nichts sagen, hatte Rede von. Und dann war das ZDF mal, das ist 10 Jahre her oder so, ich weiß nicht, gegangen. Also irgendwo, dann haben die gesagt, ja, sie waren noch damals beim Militär dabei. Du sagst ja in der Ranch da auf dem Hocker. Ja, sagt er, ich habe das Ding gesehen, das war groß. Aber da richtig drin war ich nicht, geht nochmal zu den Kollegen, der müsste noch leben da in Louisiana oder so. Die haben das alle bestätigt. Ja, dass da ein großes Teil, angeblich sind ja 4 Außerirdische, wenn es Außerirdische waren, geboren worden, 3 waren tot, 1 hat überlebt, angeblich, kennen da Leute, die das gestören würden. Dann hat der Kommandant so ein Teil mit nach Hause genommen, hat da Zeichen drauf gelesen, da gibt es auch ein Foto von, die man nicht lesen konnte. Und dann habe ich mal den Sohn von dem getroffen vor 10 Jahren vielleicht. Und dann habe ich dem gefragt, was war denn damals? Ja, sagt er, ja, ich habe das selber gesehen, das beschwöre ich auch. Nur als Beispiel, ich bin ja nicht gegen UFOs, die sind nicht überall, aber irgendwas gibt es, was nicht zu erklären ist. So, und hier sehen Sie auch so eine Erscheinungen, können Sie auch lesen bei Kometen, wie die aktiv geworden sind, ja. Und zu Zeitpunkten, wo es gar nicht möglich ist. Weil wenn einer sich so einem Komet nähert, müsste er ja in Sonnennähe praktisch aktiv werden. Aber wenn er ein Stück schon später aktiv wird, dann passt doch die ganze Theorie nicht schon nicht mehr. Und vor allem kommen aus solchen Teilen Wasser, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid und so weiter heraus. Das sind alles mit einem Eisteilchen nicht zu erklären. Und auch Schwefel, Wasserstoffe, Zyan, Wasserstoffe, Sie sehen es, alles das gibt es auf solchen Fixsternen, die ja immer mal kommen. Und es riecht nach vollen Eiern, hat man gesagt. Die Untersuchungen sind gelaufen. Denn sie hat man da 50 bis 300 Meter große Trichter in so einem kleinen Teil gefunden. Wenn ich einen 300 Meter großen Trichter erzeugen will durch einen Aufschlag, ist dieses kleine Teil kaputt. Ich meine, ich habe Mechanik studiert und Festigkeitslehre mit allem und dran, mit Impuls, das könnte man das nachrechnen. Es geht einfach nicht. Das sind Krater, da kommt Gas heraus. Das ist die richtige Erklärung für diese Sachen. Ja? Und letztens war so eine Sonde bei Churi rechts. Sie sehen, wie dunkel er ist. Der ist dunkler, als wenn Sie hier so ein Pulver haben zum Fotokopieren. Und die Sonde hat dann auch mal hier Deep Space One. Das ist ein 8 Kilometer langer Komet und so weiter, war Borelli. Der hat sogar ein Albedo nur von 0,03. Die sind so schwarz, die Teile an der Oberfläche, dass die schwarz sind. Wie kommt das her? Das sollen ja Eisteile sein. Nee, das kommt durch die unvollständige Verbrennung von Methan. Wie wir gerade gesehen haben bei einem Vulkan. Wenn Methan oder andere Kohlenwasserstoffe nicht richtig verbrennen, entsteht Kohlenstoff bzw. Ruß, können Sie hier lesen. Und das ist die richtige Erklärung. Diese Minerale haben einen Rückstrahlwert von 0. So ein schwarzes Zeug haben wir auf der Erde gar nicht fast. Ja, Sie sehen hier auch zum Beispiel Kohlenwasserstoff auf dem Saturnmond. Und dann habe ich mal eine nähere Aufnahme gemacht von hier. Da sehen Sie so einen kalkhaltigen Überzug. Das kommt auch durch das Methan oder Kohlenwasserstoff. Und darunter ist der Ruß. Oder im Blasen. Das ist der berühmte Komet Halley. Die Nahaufnahme, da hat man ja vor ein paar Jahren mal eine Sonde rangeschickt. Und die sollen ja aber strahlen. Nein, die strahlen nicht. Sie sehen, dass sie nur an bestimmten Punkten strahlen. Warum strahlen die nur an bestimmten Punkten? Weil der bestimmte, und der soll, wie ich sagte, schon in 30.000 Jahren verschwunden sein. Der ist aber immer noch
praktisch so groß, wie er vorher war. Und der Kometenkopf war schwarz und nur an bestimmten Stellen noch hell. Das ist das ganze Phänomen. Und diese ganzen Teile sind wärmer als gedacht. Der Weltraum ist richtig kalt. Und da minus 13 bis plus 56 Grad, da in dem Bereich sind die ganzen Teile anzutreffen. Und das ist, und wie hier steht, auch 250 Grad wärmer ungefähr als der interplanetare Raum. Also der Raum ist rund 250 Grad wärmer und diese Sachen sind 250 Grad wärmer als die Umgebung. So gemessen bei Tempel 1. Keine Erfindung oder so. Was passiert denn dann überhaupt? Letztens war bei Shuri, den wir gerade hatten, sollte der da landen. Nein, in welchem Problem, weil die Schwerkraft, ja, wenn der da aufgeht, das ist keine Schwerkraft, sondern kleine Sonne, dann prallt die wieder ab. Deswegen sollte der hier mit praktisch sozusagen an die Oberfläche gedübelt werden, damit er überhaupt da bleibt. Das war misslungen. Der Aufprall war geringer als gerechnet, nur mit 38 anstatt 100 Zentimeter pro Sekunde. Und dann prallte der ab. Und normalerweise, wer ein bisschen Mechanik oder irgendwas studiert hat oder mal sich mit beschäftigt hat, wenn dann keine Anziehungskraft da wäre, quasi, und es prallt auf und prallt es ab und es wird auch nie mehr wiedersehen gesehen, sag ich mal so. Das war die Befürchtung der NASA, deswegen wollten sie das Ding auch festschrauben. Nein, der hüpfte hoch und der zweite Aufprall, der war lange in der Luft, hier einmal mit 3 cm pro Sekunde. Das ist so gut wie gar nichts. Ist aber dann praktisch nochmal gehüpft und nachher auch gelandet. Umgerechnet soll das Ding aber nur da oben, Sie sehen es hier, ganz gering gewogen haben. Das 100 Kilo Teil war eben nur 1 Gramm schwer. Das hätte abprallen müssen, ist aber wieder gelandet. Und zwar von selbst. Und die Festigkeit des Kometen hat alle überrascht, die war so hoch, dass er eben abgeprallt ist. Es war praktisch fast wie Beton. Man hat hier zum Beispiel dann auch auf Komet, wie bei Halley, Tempel 1, der ist schwarz, und da hat man mal mit einer Sonde so ein Kupferteil drauf geschossen und hat gedacht, mal gucken, was Kupfer macht auf Tempel 1. Und was war, als man das Kupfer draufgeschossen hat, kam eine riesen Lichtexplosion und nicht nur eine, sondern zwei. Und dann frage ich mich, wenn das so ein einfacher Eisbrocken sein soll oder Gesteinsbrocken, wieso ist der denn so hell? Wird der so hell? Wieso kamen da Blitze heraus? Wieso, was passiert da? Kupfer, Elektrizität. Ne? Wenn ich da einen Kurzschluss erzeuge, ja, auch irgendwas Kupfer drauf, dann mache ich einen Kurzschluss. Das ist auf dem Planeten passiert. Überraschende Explosion durch Kupferimpaktor, also 2005 war das. Und dann entstand Wasser, Kohlendioxid, Methanol und so weiter. Kohlendioxid, Wasserstoffe, also Kohlenwasserstoffe. Und dann wurde in dieser Wolke auch Methan gefunden. Und ich kürze ein bisschen ab, und Röntgenstrahlung war aber nicht vorhanden, keine Röntgenstrahlung. Ein anderer Komet 17b Holmes, der war in der Sonne, hat sich ein bisschen erhellt, kam zurück, war ein ganzes paar tausend Kilometer schon entfernt, der war schon fast verschwunden, und mit einmal ist die Helligkeit bei dem explodiert. Keiner weiß, was da passiert ist. Das kann mit normalen Kometen gar nicht passieren. Da sind elektrische Kräfte im Spiel. Dann habe ich mal dieses Foto von dem, was es gab im Internet, mal herausgesucht, farblich anders gemacht ein bisschen. Und Sie sehen, dass da Ringe entstehen, die meines Erachtens Energieringe sind. Hier, das ist kein einfacher Komet. Deswegen kommen wir darauf, dass wir Erdanziehungskraft oder keine Anziehungskräfte haben wie Gravitation. Es gibt zwar diese Kraft, aber sie ist wesentlich geringer als die elektrische Kraft. Wenn wir also elektrische Kräfte nehmen dann und im Verhältnis dazu Gravitation setzen, dann haben wir mehrere Stellen hinterm Komma und dann kommt erst Gravitation. Und wenn wir zum Beispiel das Coulombsche Gesetz, wenn wir hier einen Elektriker vielleicht haben, Coulombsche Gesetz anwenden, dann ist nicht Anziehungskraft maßgebend, sondern abstoßende Kraft. Das kennen Sie aus der Elektrotechnik überall. Zwei mit Pluskräften oder Minuskräften geladene Kugelkörper stoßen sich ab. Deswegen gibt es auch bei den Planeten konstante Abstände.
würde ich die Spannung ändern von der Sonne aus gesehen. Zum Beispiel würden sich auch die Abstände der Planeten ändern. Die Sache ist nicht von mir erfunden, sondern sie haben hier, die haben im Physikunterricht, ich bin ja in der Realschule gewesen, letztes Jahr war das, da haben wir diese Niederdruck, Entlastungsröhre war auf dem Tisch, da haben wir das schön gesehen. Das ist ein Pluspol und das ist ein Minuspol. Ja, die Anode, das ist die Sonne und die Planeten und so weiter, sind die Minuspole und da findet irgendwas statt. Und Sie sehen auch, was hier so, und das sind eher zu sehen, dass hier zum Beispiel oberhalb der Planetenüberfläche oder Kantonenüberfläche erstmal ein Dunkelraum ist und dann die Helligkeit erst davor erscheint. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Und Sie sehen deswegen auch bei den Kometen Halley, das sind Punkte, wo Supraleitende, das ist nicht von mir erfunden, supraleitende Stoffe sind, die mit der Sonne praktisch sozusagen in Verbindung stehen, deswegen hell strahlen. Und diese Strahlen werden dann, wenn es auf die Sonne zubewegt, umgeleitet nach hinten. Keiner weiß ja wahrscheinlich, oder kaum jemand, dass es heute drei verschiedene Kometenschwänze, sozusagen Schweife gibt. Ne? Einer davon ist Natrium. Den hat man jetzt zum Beispiel auch beim Asteroiden festgestellt zum ersten Mal. Der hat auch einen Schweif, was keiner geglaubt hat, der aus Natrium ist. Können Sie nachlesen, ist gerade mal 3 Monate alt, die Erkenntnis. Was passiert denn überhaupt? Oder dieser Planet ist auseinandergebrochen, zweimal. Und es entstand nach dem Auseinanderbrechen eine 250-fache Helligkeit. Nicht mit einem Eis oder einem Himmelskörper, der aus Eis besteht oder aus Gestein, sondern da sind elektromagnetische Kräfte im Spiel. Anders geht es nicht. Und nennen nochmal die Kathodenröhre. Sie sehen hier ganz genau, wie das, wenn der Druck, je nachdem wie groß der Druck ist, welcher ist aus dem Fachbuch, allerdings schon 80 Jahre alt, glaube ich, Sie sehen, was da entsteht. Je nach Druck haben Sie auch verschiedene Wendungen. Vor der Anode zum Beispiel, beziehungsweise auch vor der Kathode. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, nochmal im Näheren, und wenn wir hier weitergehen, sagen wir, der Saturn hat so eine Ringe, soll alle aus Gravitation bestehen. Und dann frage ich alle nüchtern denkenden Menschen, das ist eine Nahaufnahme, der ist vergrößert, so sehen die Ringe aus. Und zwar genau gleichförmig. Das hat mit Gravitation nichts zu tun. Wenn wir mal rechnen würden, wie lange ein Gravitationsring überhaupt beständig wäre, dann reden wir von ein paar Jahren, von mir ist auch über 10.000 Jahre. Aber das geht nur mit elektrischen und elektromagnetischen Kräften, so wie wir das gerade in der Röhre gesehen haben, in der Niederdruckröhre, anders geht das nicht. Dasselbe können Sie machen hier mit Nierenleuchten und so. Das ist dasselbe Prinzip, was da passiert. Ne? Anode, Kathode. Und eins ist klar, Anode, Kathode sind in diesen Fällen, wie auch auf meinem Physikversuch, kalt. Die Sonne kann nicht heiß sein. Und die Erde kann auch im Inneren nicht heiß sein, da kommen wir gleich noch zu. Was passiert da wirklich? Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten hier mit dem. Was passiert da wirklich? Dann kommt zurück. Die Energie muss ja irgendwo übertragen werden, von der Sonne zu den Planeten. Oder auch zu anderen Himmelskörpern. Und wir haben früher, habe ich gelernt, gab es einen Äther, der ist aber abgeschafft worden, zu Recht. Weil wenn wir einen Äther haben, der auf Gravitation, nicht gemacht, wenn auf Gravitation läuft, der Äther, dann gibt es eine Verlangsamung bei der Bewegung und dann wäre unsere Welt all demnächst in Ruhestellung. Das alles geht nicht. Man hatte erst vor kurzer Zeit, auch, also sagt man, dass das ganze Weltall zu 97% oder mehr aus Plasma besteht. Ja, alles, was wir sehen, ist Plasma. Wenn Sie eine Kerze haben oder irgendwo, ist alles Plasma. 97% besteht aus Plasma. Plasma, wir kennen fest, flüssig, gasförmig, aber Plasma weiß keiner, dass sozusagen der vierte Aggregatzustand ist. Und die Sonne bringt sozusagen nicht mechanisch über unseren Weltraum hinweg irgendeine Energie, sondern über das Plasma. Das Plasma, sagt man, ist quasi neutral, sagt man dazu, hat also eigentlich gar keine wirklich echte Spannung, überträgt aber Energie. Und zwar praktisch schnell und praktisch ohne Verluste, weil es da draußen ja unheimlich kalt ist im Weltall. So wird denn die Energie zu den einzelnen Planeten transportiert. Und sehen wir mal hier den Aufbau der Sonne. Die soll ja, weiß ich, etliche Millionen Grad heiß sein. Und das Seltsame ist dann, dass
das Äußere der Sonne nur 5500 Grad heiß sein soll. Wenn ich da sage, das sind unheimlich heiße Innenleben, das unheimlich heiße Innenleben, wieso ist denn das Äußere nur 5500 Grad kalt? Es passiert, es kann so nicht sein. Ja? Darüber ist die Chromosphäre 10.000 Grad warm und dann geht es weiter. Noch weiter außerhalb des Strahlenkranz, das ist 1 Million Grad warm. Das haben wir gerade in der Kathodenröhre, in der Niederdruckröhre gesehen. Das habe ich Ihnen gezeigt, dass die Oberfläche kalt ist und davor das Licht davor erstmal in Bändern praktisch entsteht. Das ist ein Kondensatoreffekt. Wenn einer ein bisschen Elektrotechnik gelernt hat. Das hat schon der Heinz Megerlein damals, der hat ja immer so eine Sendung gemacht über die Erde, der hat damals ja ein Buch, dann hat der, Megerlein sag ich schon, komm jetzt nicht drauf, der hat da damals ein Buch geschrieben und gesagt, unsere Erde ist wie ein Kondensator, weil wir haben auch eine Schichtbildung über der Erdoberfläche passiert hier bei der Sonne auch. Deswegen ist es außerhalb, er springt wieder außerhalb, praktisch wärmer. Und ich habe hier nochmal die Röhre hier gemacht. Sie sehen hier, das wäre die Oberfläche. Und danach wird es erst richtig heiß mit dem Glimmlicht und so weiter und so fort. Ohne dann näher darauf einzugehen, funktioniert das genauso bei unserem Sonnensystem wie in dieser Röhre. Und wenn die Sonne die Erde beeinflusst, dann sehen Sie das hier von 1650 bis 1700 ungefähr, das sogenannte Mauna Minimum war. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Sonnenflecke, nachweislich. Das heißt, die Sonne war nicht aktiv. In Europa war es bitterkalt. Ich kam jetzt gerade nicht drauf, ich habe gesagt, Heinz Megerlein immer natürlich, der Heinz Haber damals, der hat immer so eine Fernsehsendung gebracht und der hat damals schon gesagt mit dem Kunden, sagte, ich kam gerade nicht drauf. Nur mal als Nacheinspieler. Zu dieser Zeit ist die Hälfte der Menschen in Mitteleuropa an Hunger gestorben, weil die Erde war gefroren. Und zwar richtig tief und lang. Danach kamen wieder Sonnenflecken und die Sonnenaktivität und das Ganze war mit einmal wieder relativ normal. Das sind diese einzelnen Sonnenzyklen, die sollen ja 11 Jahre dauern oder so und maximal 14 Jahre. Und jetzt zuletzt gehen die Sonnenzyklen wieder von der Intensität runter und verlängern sich. Der letzte war über 14 Jahre, man versucht es jetzt auf 14 Jahre hinzurechnen, weil so genau kann man das gar nicht bestimmen. Es gab vor 5 Jahren in NASA Mitteilung, dass vielleicht der nächste Sonnenzyklus komplett ausfällt. Das bedeutet, wir wären wieder wie Mauna Minimum, ja, dass wir in die nächste Eiszeit oder Kaltzeit kommen. Und eins kann ich Ihnen sagen, ich bin ja schon ein bisschen älter. In den 60er Jahren haben wir damals, Sie können jedes Magazin nachlesen, was Sie wollen, geschrieben, die nächste Eiszeit kommt bestimmt, die Abkühlung. Jeder, der ein bisschen älter ist, wird das bestimmt. Ich habe das mal letztens rausgefiltert, die Argumentation, habe ich das hier dabei, habe ich den Leuten geschickt, dieselbe Argumentation, wörtlich, die heute dazu, uns eine Klimaerwärmung irgendwann schmackhaft zu machen. Dieselbe Argumentation. Jeder ein bisschen älter wird, wenn man im Kopf nicht, denke ich. Und da habe ich das auch gerade dabei, da habe ich das noch eingefügt. Ne? Der aktuelle ist gemäßigt, für 2030 wurde schon ein super Minimum vorausgesagt. Und die aktuelle Phase der Aktivität ist geringer, setzt sich in den nächsten Jahren offenbar fort, sagt hier ein Fachmann vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Es kann kälter werden und nicht wärmer in den nächsten Jahren. Ne? Und irgendwo 2008 schrieb man schon, ist der Erderwärmung vorbei. Die haben Eisbären, ne? Mit den traurigen Augen. Da war mal 2009 im ZDF, unter Siegloch, glaube ich, 2009 April, dann hat der Geophysiker gehabt, die ich hochschätze aus Hannover, die Gutachter des IPCC-Abkommens waren, Gutachtens waren vor ein paar Jahren. Und dann hat der Siegloch zu dem gesagt, was machen die Eisbären mit den traurigen Augen? Deswegen komme ich dann drauf. Demnächst kein Eis mehr. Der sagt ja, ich weiß gar nicht, wovon wir reden. In den letzten 6000 Jahren war es die Eiskur so viermal eisfrei oder nahezu eisfrei. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Die haben auch ein Buch geschrieben. Die kommen zu denselben Schlussfolgerungen wie ich übrigens.
Wie gesagt, die waren IPCC-Gutachter für die Bundesregierung. Und danach war die Kritik der Bundesregierung an den Leuten sehr hoch, weil sie nicht eingestimmt haben. Es gibt einen Physiker, Geophysiker in Hamburg, der Gero Hillmann, manchmal hat man mich damit verwechselt, Zömer Hillmann. Und die haben ein Modell gemacht, ein Klima, EchoG-Modell, das zeigt nach, dass die letzten 1000 Jahre die Sonne das Klima beherrscht hat, auf der Erde oder bestimmt hat, und nicht das Kohlendioxid. So, und auch Greenpeace sagt, denn, die Erderwärmung legt eine Pause ein, aber kein Klimaforscher hat je gesagt, dass die Erdtemperatur stetig steigt. Nee, sie steigt, wie wir weiter sehen werden, kaum. Ich habe Ihnen mal heraus aus einer wissenschaftlichen Untersuchung, wie viel positive und negative Klimaereignisse wir hatten. Ne? Wir sehen da in der sogenannten Jungsteinzeit, war es nachweislich, wissenschaftlich unwiderstritten, über 2 Grad wärmer als heute. Ganz klar, weil diese Leute haben damals wärmelebende Tiere in ihr Eisbein, Elfenbein geschlitzt. Und überall, auch in den Höhlen, sehen sie wärmelebende Tiere ja, gezeichnet, die eigentlich heute in Afrika sind und nicht bei uns. Aber damals gab es Flusspferde in Deutschland. Und dann danach kam der Holozän nochmal warm und dann ging es nochmal rauf und runter und Sie sehen, hier hinten die kleine Eiszeit, wo ich schon sagte, da haben die Wikinger davor Weizen angebaut auf Grönland, dann kam die kleine Eiszeit 1300, 1350 irgendwann, die bis 1890 gedauert hat. Das war der größte Klimaeinbruch überhaupt, den wir zuletzt hatten. Und Sie sehen die Erwärmung danach, die relativ moderat ausfällt, die wir jetzt haben. Drücken wir nochmal. Das ist denn mal, es gibt gar keine alten Temperaturaufzeichnungen. So gut wie nicht. Ja, denn wo messen die heute? Seit 100 Jahren, seit Ende der kleinen Eiszeit. Die messen alle seit 100 Jahren, seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen, die in Deutschland, für ganz Deutschland, erst vor 100 Jahren entstanden ist. Wir kommen da gleich noch zu. Die längste Temperaturreihe, die es gibt, ist Mittelengland. Die geht hier bis 1668 zurück. Da war das Mauna Minimum. Und von nach dem Mauna Minimum, wo wir eben gesagt haben, wo so viele Leute gestorben sind, von 1700 bis 1740 ist nachweislich in Mittelengland in 40 Jahren die Mitteltemperatur um sage und schreibe 1,8 Grad gestiegen. Ja, man sagt uns ja heute, ich habe eben gehört, Hockeyschläger, es war immer gleich und nur heute geht es hoch, deswegen sind wir schuld. Hört sich gut an, ne? Ich weiß nicht, ich verfolge immer nur einmal, aber im Moment ist das stimmt. So, das ist wieder hier, Hockeystick, das Blaue, und Sie sehen aber hier das Gelbe, das ist die Zeit, wo die Wikinger Weizen auf Grönland angebaut haben. Das hat das IPCC, die haben diese Klimakurve gelöscht. Diese Warmzeit wurde gelöscht, deswegen sieht das aus wie ein Hockeystick, alles immer und dann immer geht es nach oben. Gelogen und erschwungen. Die Wissenschaftler, die das bewiesen haben. Und Sie sehen mal hier, habe ich ihn eingezeichnet, ja, mittelalterliche Wärmeperiode. Das war mit dem Weizenanbau und dann ging es bergab. Da unten sind wir. 1890 oder so, sage ich jetzt mal so. Und dann ging es wieder bergab. Kleine Eiszeit zu Ende. So, dann habe ich, in Deutschland gibt es nur ganz wenige Temperaturauszeichnungen. Eine von Karlsruhe, glaube ich, von Peißenberg, dann gibt es noch irgendwo. Dann habe ich die mal von Karlsruhe genommen, weil ich da wirklich gut rangekommen bin. Und Sie sehen hier rechts das Jahr 2000, Sie sehen links die Jahre 1822, 34, 1846, die sind gleich warm, vor 200 Jahren. Wir messen modern von hier unten nach da oben. Wir betrachten aber nicht, dass es vor 200 Jahren schon mal genauso warm war wie heute. Und zwar, da ist die kleine Eiszeit zu Ende. Und dann ging es erstmal, ich bin ja schon ein bisschen älter, 15, 16 Jahre, da war es noch eiskalt. Ne? Wir haben Winter gehabt, ich komme aus Solingen, bei Köln, wissen wir, wir haben Winter gehabt. Ich kann mich noch erinnern, das war saumäßig, ich will nicht auf Deutsch gesagt. Heute sehe ich kaum noch Schnee, das ist richtig. Und dann ging es natürlich bergab. Und hier sagen die dann, die
Klimafachleute, alle möglichen Klimafachleute, ja, das ist alles menschengemacht. Was davor war, wird gar nicht beachtet, weil das lag vor der modernen Temperaturaufzeichnung. Und Sie sehen hier die Werte da, ich habe das mal praktisch da gebracht. Und da das Jahr 1846 oder so war, genauso war, vielleicht wie das Jahr 2000, irgendwo in dem Dreh, oder 1822. So, das sind die wirklichen Zahlen. Und dann sagt man, der Kohlendioxid auf dieser Welt ist nur ganz klar von Menschen verursacht, weil wir immer mehr Kohlendioxid emittieren. Die glauben ja, der Kohlendioxid ist ein Kreislauf. Ja? Alles, was wir da drauf tun, wird mehr. Das stimmt aber nicht, wie wir gleich zu kommen wollen. Das hat ein Chemiker untersucht. Sie sehen hier 1810 bis 1970 und Sie sehen da hinten ganz das Moderne, die modernen Zeiten. Es gibt 390 Untersuchungen mit 90.000 Werten, die legen diese Untersuchungen zugrunde. Sie sehen, dass die Kohlendioxidwerte zu diesen Zeiten höher waren als noch vor kurzer Zeit. Jetzt sind sie auch ein bisschen angestiegen und nähern sich diesen anderen an. Und dann habe ich mal von, ja, es wird ja alles wärmer. Ne? Gerade gelesen, in Mitteleuropa ist es besonders warm geworden. Und vor ein paar Jahren habe ich geschrieben, in Deutschland aber nicht. Nee, stimmt nicht. Aber jetzt mit einmal ist doch Mitteleuropa warm geworden. Ich habe in die ganzen, im Energieirrtum mal die ganzen Jahre aufgezeichnet. Jahresdurchschnittstemperaturen sind das. Ja? Da hat sich so gut, da bin ich wieder zu weit, hat sich so gut wie nichts getan. Sie sehen, habe ich nicht mehr aktualisiert, 2019, ich habe Ihnen die neuen Werte hier drunter geschrieben. Sie sind immer noch um die 10 Grad. Es hat sich da nichts erwartet. Im Jahresdurchschnitt. Ist nichts passiert. Und warum kann Kohlendioxid die Atmosphäre nicht erwärmen? Das ist ein ganz einfacher Fall. Es gibt eine Untersuchung darüber, die bis jetzt nicht widersprochen worden ist. Es war intensiv. Der Professor Gerlich, der Nachwort bei mir in einem neuen Energieirrtum gemacht hat, der mich im Internet gesehen hat, gesagt, so gut erklären wie Sie, kann ich das nicht, deswegen hat er mir die ganzen Sachen gegeben, der auch bei diesen Energiekonferenzen dabei war. Es gibt eine Untersuchung, daher habe ich das, die ganz klar beweist, dass Kohlendioxid das Klima nicht beeinflussen kann, beziehungsweise nur ganz gering, weil der Wasserstoff, den wir sagen, die ganzen Energiebreiten schon vorher abdeckt. Und zwar zu, können Sie auch Fachleute fragen, zu 2 Drittel. Oder 65%. Alles, was wir machen, geht über die Wolken. Bleibt also 1/3 übrig. Sie sehen hier die Energiebreiten des Kohlendioxids. Sie sehen die grauen Bereiche. Da könnte das Kohlendioxid theoretisch beeinflussen. Die untersuchen, und das Methan, kommen wir nochmal hin zurück, und das Methan hat schon mal überhaupt gar keinen Einfluss da oben. Ja, es liegt da über den ganzen Bereichen. Was soll das doch, hier sind die Energiebereiche, was soll das beeinflussen? Das geht nicht. Diese Untersuchung ist nie widersprochen worden, es gibt auch keinen Gegenbeweis dafür. Und wenn Sie sehen, wie ich sagte gerade, man sagt Kohlendioxid, Kreislauf und so, Methan baut sich in der Atmosphäre in 9 Jahren um die Hälfte ab und Kohlendioxid in 15 bis 18 Jahren um die Hälfte. Das heißt, wir müssen den Kram immer daran erneuern, dass es überhaupt gleich bleibt. Rede bekommen, einmal drüber. So, und dann sagt die wissenschaftliche Untersuchung auch, dass die durch die Wärmestrahlung und so weiter quasi das CO2 mal wirken könnte, wenn keine Wolken da sind, alles praktisch sozusagen wolkenfrei. Und aber dann wird in der Untersuchung ganz klar gesagt, dann gibt es eine Obergrenze, dann könnte geringfügig beeinflusst werden, also dadurch die Atmosphäre und die Temperatur der Atmosphäre. Aber es gibt eine kleine Obergrenze und höher geht es nicht. Steht in dieser Untersuchung drin und deswegen geht das alles gar nicht im Grunde. Es ist wirklich wissenschaftlich bewiesen. Und wenn ich irgendwo frage, bin in einer Diskussion irgendwo und sage, weil letztens irgendwo war ich beim Bier trinken, da saß einer neben und dann haben wir mal, ich sage, wie hoch ist denn der Kohlendioxidgehalt der Luft? Kriege ich Antworten von 60%, über 40 bis zu 20. Ich habe noch keine unter 20 gekriegt. Weil die Leute ja glauben, wenn was beeinflusst wird, muss ja auch das in mengenmäßigen Erscheinung getreten werden. Dass der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre nur 0,04% beträgt, weiß so gut wie kaum einer. Oder nur Leute, die sich dafür wirklich für interessieren. Und mit diesen 0,04% beeinflusst sich jetzt das Klima und drossle alles und schraube unseren Wohlstand herunter, den wir uns mühsam erarbeitet haben. Das geht alles gar nicht. Und auch wenn die Strahlung von der Sonne kommt,
dann wird das nur in einem bestimmten Bereich gemacht. Die Klimaforscher sagen, ja, kann ja sein, die Sonne beeinflusst, aber es ist ja nur die Strahlung, die wir sehen, ne? Die Sonnenstrahlung. Die macht nur ganz gering aus. Wenn die ein bisschen schwankt, da kommt kein Temperaturunterschied raus. Richtig. Aber die Sonne beeinflusst die Planeten, unser Sonnensystem, im nicht sichtbaren Bereich, Infrarot und so weiter, die praktisch 98% oder was weiß ich ausmachen. Das sichtbare Licht macht nur ein ganz kleines Teil des Spektrums aus. Der Rest ist nicht sichtbar. Und damit wird die Erde praktisch beeinflusst. Und eins ist klar, die Sonne bestrahlt die Erde nicht. Niemals. Wenn Sie eine Rakete oben hochschicken oder auch mal oben eine Sonne sehen, dann ist sie auf der Außenseite dunkel, im Normalfall. Zur Erde hin schreibt die. Aber nur zur Erde hin eigentlich normal. Außen ist die dunkel. Ist das dunkel. Das ist, weil der Kondensatoreffekt ist. Es gibt Untersuchungen von Fachleuten auch, die Sonnenstrahlung kommt in dem nächstgelegenen Pol der Erde rein, geht in den Erdmittelpunkt und auf der anderen Seite wieder raus. Und dann entsteht dieser Kondensatoreffekt. Und wenn ich einen Kondensatoreffekt habe, scheint die Sonne, die Erde, praktisch aus der, als Kondensator von sich aus nach außen. Ja, als Kondensator. Aber wird nicht von der Sonne beschienen. Die Sonne erzeugt die Strahlung, aber indirekt durch Aktivierung des Kondensators. Deswegen ist alles, was ich im Weltall sehe, dunkel. Als ich früher klein war, da gab es da ein paar Monde nur. Heute kann ich dir gar nicht mehr zählen. Die Uranus und Saturn, die haben Monde, zig Monde, oder weiß ich, da haben die 20 Monde. Wenn das alles hell leuchten würde im Universum, müsste ich die sehen. Ich sehe die aber nicht. Ich sehe nichts im Universum, es ist schwarz. Das ist ein großes Paradoxon, worüber ich jetzt nicht weiter ausgehen will. Universum ist schwarz. Und so sieht das aus wie ein Statiker, ne? Warum? Die Planeten müssen rund sein, weil nur runde Sachen im statischen Gleichgewicht sein können. Wenn ich ein Viereck mache, und passiert das nicht, sondern deswegen sind Sonne, Erde und was weiß ich, die Planeten sind alle quasi mehr oder minder rund, weil nur so praktisch ein Gleichgewicht erzeugt werden kann. Und im Erdmittelpunkt ist gefrorener Wasserstoff. Ich habe noch nachgelesen, stand in Wikipedia noch vor 10 Jahren, der Erdkern ist entweder heiß, ein paar tausend Grad heiß mit Eisen. Ich muss mich vorsehen, dass ich nicht anfange zu lachen. Ja? Wo soll das ganze Eisen überhaupt herkommen? Wieso habe ich nach, 4,6 oder weiß ich, Millionen Jahren oder Milliarden Jahren, habe ich da noch überhaupt Eisen in der Erdoberfläche? Warum ist nicht alles abgesunken? Nein, alles kommt nach oben. Ne? Wenn Sie Salzstöcke sehen, kommen die nach oben. Alles kommt nach oben. Methan, alles. Warum soll was zum Erdmittelpunkt gehen? Und der stand in Wikipedia drin, entweder heiß oder er war kalt. Wasserstoff, gefrorener Wasserstoff. Wir glauben aber, stand denn da, es ist heiß. Ich sage mal, ich glaube, es ist kalt, weil das auch alles erklären würde. Und da bin ich nicht der Einzige. Es gibt auch andere Bücher von anderen Fachleuten, die können Sie bei Amazon gucken, die Erde ist kalt. Also die wirklich auch vielleicht Physiker und Dings sind. Und das ist nochmal das Prinzip, ne? Gravitation und Coulombsches Gesetz. Entweder wird es angezogen oder etwas abgestoßen. Und Coulomb sagt Abstoßen und dann ist die Kraft wesentlich größer. Wir müssen hier und zwar bei geringen Graden, minus 20 Grad nur oder minus 14 Grad, 15 Grad. Und das muss auch so sein. Warum? Weil das Universum kalt ist. Warum soll es da so heiß sein? Wenn wir so hohe Minustemperaturen im Universum haben, können die Planeten eben nicht heiß sein. Das geht überhaupt gar nicht. Sondern metallischer Wasserstoff, und dann haben wir aber auch einen Kondensator, Mittelpunkt, der Energie aufnehmen kann von der Sonne und verarbeiten kann und diese als Kondensator abgeben kann. Das kann flüssiges Eisen im Inneren zu 100% dicht. Und deswegen ist auch die Erde mit der Zeit größer geworden. Wir wissen, früher, als ich klein war, da haben wir im Erdkundeunterricht gesagt, die Erde ist irgendwie kalt geworden und dann schrumpft da die Haut drauf und so sind die Berge entstanden. Ne? Hat man uns erklärt im Erdkundeunterricht. Da lachen die Leute heute drüber. Heute sagt man, ist gleich. Und dann entstehen immer an den Zonen zwischen den Kontinenten, die sogenannten Spreizungszonen, jedes Jahr
3 cm, 12 cm neue Erdkruste. Dann sagen Geophysiker, ja, dann wird das irgendwo in der Subduktionszone vernichtet. Warum? Weil der Erdumfang gleich bleibt. Ich habe statisch nachgerechnet, können Sie bei mir sehen, ich bin Statiker. Ich war, bilde mir ein, früher einer der besten Statiker Deutschlands gewesen zu sein. Das ist mein Ernst. Ich habe das statisch nachgewiesen durch prüfen lassen. Sie können nichts in die Erde einschieben, weil die Erde wird nach innen immer dichter, immer schwerer. Und ich kann auch kein leichtes Material da einschieben. Das geht alles gar nicht. Und auch wenn ich das wollte, denn zerbröselt schon noch, das kann man, habe ich ausgerechnet, nach 4,5 Kilometer oder so, je nachdem, welches Gestein ist, zerbröselt diese Platte total. Es kann nichts nach unten gestoßen werden. Das ist vollkommener Unsinn. Deswegen gibt es die dritte Möglichkeit der Erdexpansionstheorie, dessen Verfechter ich auch bin. Sie sehen da oben, die war früher kleiner und dann ist sie langsam gewachsen. Wenn man nämlich die ganzen an den Spreizungszonen diese Maße zusammenrechnet, dann wird die Erde zurzeit nur um, weiß ich, von mir aus im Durchmesser 2 cm größer, habe ich gemacht. Nicht wesentlich, aber es hat andere Zeiten gegeben. Dann wird die Erde größer, wenn nicht vernichtet wird. Und dann ist auch klar, dass keine Gravitation maßgebend ist, sondern nach außen. Wenn Sie jetzt irgendeinen Körper hier nehmen, Sie haben einen Druck, niedrigen Druck innen und einen Druck, großen Druck im Körper, dann wird sich das nach außen hin praktisch erniedrigen. Und so ist es. Deswegen wird es auch immer leichter, das Material. Und nicht nach innen immer wird es schwerer, aber nicht durch den Druck, sondern es müsste überall mehr Druck sein. Sondern er hat mal ausgerechnet, dass vom äußeren Kern das Material der Kupplung bei demselben Material einfach 178 Kubikzentimeter einnimmt, wo es vorher nur 100 war. So wird die Erde größer. Und das ganze Phänomen ist hier diese Kupplungsschicht. Das ist die sogenannte D2 gestrichen Schicht, und zwar diese Schicht hier, um den Erdkern herum. Hier sollen Tausende von Grad sein, das ist kalt, ganz kalt. Da schreiben Fachleute, Subduktionszone, und langsam tropft es herab und in diese Subduktionszone rein und Unsinn. Ja? Dieser Mantel ist kalt, warum? Weil der innen auch kalt ist. Und von da aus steigen dann die Sachen manchmal gleichförmig, manchmal nicht gleichförmig nach oben. Das ist die wahre Erklärung für die ganzen Sachen. Und dann habe ich Ihnen schon gesagt, ich habe das ausgerechnet, Sie können hier keine in der Subduktionszone irgendwelche Sachen subduzieren. Das geht überhaupt gar nicht. Wir haben hier nochmal das Bild, Sie sehen die Erdkruste. Früher hat man gesagt, das wäre alles flüssig. Da sind so eine Kreisläufe, Spreizung, also wo das Material immer umgewälzt wird. Das sagt man heute nicht mehr. Heute spricht man nur noch von, dass da Gesteine sind da unten. So, und die Erde wird auch, wenn sie je weiter nach innen gehen, immer kälter, sehen das aus dem Fachbuch. Hier oben 150 Kilometer, die schwarzen sind heiße Flächen, gehen sie auf eine Tiefe, glaube ich, 500 Kilometer, da haben sie nur noch einen Punkt, der heiß ist. Je weiter sie runterkommen, desto kühler wird die Erde. Amtlich. Hier gibt es auch eigentlich keine zwei Meinungen. Nochmal statische Bilder der Erde, in der Mitte metallischer Wasserstoff und nennen wird. Dieser Ring ist hier, den wir gerade gesagt haben, wo es wirklich heiß ist, der ist so, weiß ich, in 500-600 Kilometer Tiefe und danach wird es wieder kälter. Von unten nach oben steigen dann die Sachen auf, denn eins ist klar, die Erde und die ganzen Planeten und alles ist gemacht aus dem Stoff, der am meisten da ist. Nämlich aus Wasserstoff zum Beispiel. Ne? Wasserstoff und Helium, da besteht das ganze Universum drauf und molekularer Stickstoff. Und wenn man das ist nicht von mir, das ist von Professor Gold, unser Professor für Astronomie hat mich darauf aufmerksam gemacht, wollte mir mit dem Treffen, ist aber verstorben. Das ist aus dem sein Buch quasi, das habe ich nur neu überarbeitet. Sie können ja sehen, wie die Kohlenwasserstoffe aufsteigen und unter hohem Druck entsteht ein Kohlenmonoxidwasserstoff und daraus entsteht Kohlenwasserstoff. Die Grundlage für Erdöl und für Erdgas. Und deswegen findet man da oben auch an bestimmten Stellen Erdöllagerstätten. Man findet immer Gas und Öl zusammen. Warum? Weil, kann man nachweisen, weil Erdöl praktisch im chemischen Sinne ausgefällt wird aus Methan. Wenn ich bestimmte Drücke habe und bestimmte Temperaturen, wird aus Erdgas praktisch Erdöl. Deswegen kommt das immer auch in denselben Bereichen vor. Es wird chemisch ausgefällt. Die Skizze habe ich auch nachgestellt, die ist eigentlich auch von dem Gold.
und sehen Stickstoff von unten, Helium nach oben und so weiter. So entsteht dann nachher Erdöl. Und er hat auch die Türen bewiesen, indem man in Schweden unter Führung der schwedischen Regierung eine Probung gemacht hat. In Schweden kann es kein Erdöl geben, weil das alles Vulkangestein, da gibt es eigentlich kein Erdöl. Und er hat nachgewiesen, dass dort in mehreren Kilometer Tiefe Erdöl ist. Die haben den alle für verrückt gehalten. Hat das aber nachgewiesen damals. Und so steigt das ganze Erdöl auf und Sie sehen überall, gibt es so eine Erdölfelder, die gibt es auch in Texas und so weiter, wo der Erdöl einfach aus der Erde heraus sprudelt. So steigt das auf. Sie sehen, ich hatte eben gesagt, die Dome, alles steigt nach oben, Salzdome, und dann wird das Erdöl mit nach oben transportiert. Das aus dem Museum habe ich in Amerika, in Texas, und da sind die Bohrtürme, sehen Sie alle hier. Da wird praktisch Erdöl gefördert. Die Salzdome bringen das um und hier sind die Erdverwerfungen und da rechts und links daneben wird praktisch gebohrt. An diesen Stellen kommt das ganz besonders heraus. An den Verwerfungen. So steigt die Kohlenwasserstoffe, das ist auch aus dem Buch von dem Thomas Kold, quasi ein bisschen überarbeitet, aber so steigen die Kohlenwasserstoffe eigentlich auf. Deswegen, wie ich schon sagte, die Schlammvulkane oben, die fangen dann auch auf Feuer, weil dann natürlich Methan ist. Wenn man Pech hat und die elektrische Spannung oder was ich nicht stimmt, dann haben wir praktisch Feuer, beziehungsweise Gasbildung, Feuerbildung. Und deswegen sind bei Vulkanen, ich habe so eine Aufnahme mal gemacht, auch Blitze, weil da sind Entladungen da. Das hat mit Magma relativ gar nichts zu tun. Rechts sind Bilder von irgendwelchen Schlammquellen, wo auch Dings ist. Und deswegen, ich war auf den Erdölfeldern und dann sagte ich zu den Leuten, was macht ihr denn da? Ja, sagte, unsere Rohre sind wieder dicht. Ich sage, wieso sind eure Rohre dicht? Ja, wir haben zu viele Mikroben da dran. Ich sage, Mikroben? Ja, je besser das Erdöl ist, sagten die mir, desto mehr Mikroben sind da drin. Aha. Dann habe ich mich erstmal mit der Sache wirklich beschäftigt, tiefer. Es ist einfach so, man sagt ja, im Erdöl sind Mikroben, also tote Mikroben drin und so weiter. Also ist es organisch. Das stimmt aber nicht. Da unten in 4 Kilometer Tiefe zum Beispiel, wie es hier auf den Erdölfeldern in Texas war, leben diese Mikroorganismen im Öl, wie die Made im Speck. Sobald man die jetzt, das Erdöl fördert, einfach ein Rohr reinsteckt, heute macht man ja Pfeilbohrung. Früher haben sie gebohrt, kam Erdöl raus. In einem Reiseführer, noch vor ein paar Jahren habe ich gelesen, ganz Texas ist um 1,5 Meter abgesunken, bis vor, weiß ich, 25 Jahren oder so. 1,5 Meter. Deswegen liegt hier auch unten New Orleans heute unter dem Wasserspiegel. Ist kein Spaß. Ja, und heute macht man anders, heute bohrt man da rein und dann hat man Entlastungsbohrung und da kommt das Erdöl raus und sagt nichts mehr ab. Warum? Weil man pumpt man irgendwas rein. Die Leute sagen ja alle, da wird bei der Erdölbohrung, auch beim Fracking, wird irgendwelche Chemikalien reingepumpt. Ja, war da auf dem Feld, ich sage, was pumpt ihr denn da rein? Schweres Wasser. H3O. H2O ist normales Wasser. H3O wird da reingepumpt. Und zwar, man braucht ein schweres Material, deswegen schweres Wasser. Damit praktisch die Schicht nicht wieder zusammenschieben, muss man da irgendwas reinpumpen, was hohen Druck raushält. Ich bin da selber gewesen. Da ist schweres Wasser, wird da gemacht. Und dann hat man Probebohrungen gemacht, darunter. Und die Bakterien leben da unten. Und die können auch keinen Sauerstoff ab. Ne? Sobald die an Sauerstoff kommen, sterben die. Das sind anaerobe Mikroorganismen, die sind ohne Sauerstoff. Deswegen hat man im Irakkrieg festgestellt, da war eine Bohrplattform gesprengt. Da hat man gesagt, ja, ach, da wird alles mit Öl. Und einmal war das Öl weg. Weil da kommen diese Bakterien nach oben nachts, wenn die entsprechenden Temperaturen und Drücke stimmen und fressen das alles auf. Ich war oft in Florida, da hat man Angst gehabt, Bilder gezeigt, wo da das Unglück war. Denn ganz Florida sollte verseucht werden und das sollte bis nach Europa schwimmen. Nichts passiert. Man sah immer dieselben Bilder von Louisiana, da war wirklich Erdöl. Aber da sind diese Bakterien, da wird auch zugegeben, aber da sagt man, ja, war ja doch vielleicht nicht alles, waren die nicht alles schuld. Die haben das aufgefressen. Die leben da unten davon. Und wenn ich jetzt aber da fördere und hole das mit einmal hoch, dann zerplatzen die. Weil den Druck, den sie da unten aushalten, der oben nicht gewesen ist, das ist genauso, wenn ein Taucher langsam erst an die Erdoberfläche kommen kann
oder ein Tiefseefisch, es gibt ja Lebewesen 10 Kilometer tief, hat man gefunden, wenn sie den direkt hochholen würden, der wäre tot, weil er den Druckausgleich gar nicht machen könnte. Also haben wir im Erdöl diese Bakterien, weil wir sie hochholen, schnell, dann hat man gemacht, eine Schachtel runter mit Druckausgleich, hat hochgeholt und war mit einmal ganz erstaunt, dass da unten im Erdöl Bakterien leben. Also diese Bakterien, Totbakterien haben nichts damit zu tun, dass das organisch ist, das Erdöl. Erdöl entsteht anorganisch. Und das ist letztens auch in Amerika zugegeben worden, vor 7, 8 Jahren hat man gesagt, ja, aber ist aber nur ganz gering. Aber man hätte erstmal zugegeben, dass es anorganisch entstehen kann. Und auf anderen Planeten gibt es eben Methan und Erdöl. Noch vor ein paar Jahren hat die NASA Nachrichtenstillstand gemacht, weil sie Methan gefunden haben, was nicht erklärbar ist auf dem Mars. Heute ist es ein bisschen anders, heute diskutiert man darüber. War aber vor kurzer Zeit noch, durfte man das nicht, da nicht drüber berichten. Deswegen haben wir genügend Energievorräte. Kohlenwasserstoffe sind unerschöpflich. Trotzdem sage ich auch immer wieder, benötigen wir natürlich schon, sollten wir ein bisschen vernünftig in alternative Energien einsetzen. Also ich habe zu Hause auch so eine Wärmepumpe, ich muss sagen, seit 20 Jahren, die braucht unmengig Strom. Ich habe zwar Fußbodenheizung und sehr gut gedämmt, aber was die an Strom verbraucht bei mir, das möchte ich Ihnen lieber nicht erzählen. Ich habe ein großes, so ein Dreifamilienhaus eigentlich mit 2 Büros, was da an Energie drauf geht, das ist eigentlich unglaublich. Ich habe auch 2 Häuser mit großen Sonnenkollektoren, 12,5 und 25 kW. Kriege viel Geld dafür im Augenblick noch, 43 Cent pro Dings, das ist schon relativ viel noch bis ein paar Jahre, aber wie auch immer. So, ich sage mir, wir benötigen trotzdem vernünftige Maße, aber wir dürfen uns da nicht abhängig von machen. Dass wir nur noch alles verbieten und hier alles klein machen, sage ich jetzt mal so. In gewisser Weise Sonnenenergie einsetzen und hin und her, das soll ja ganz gut sein. Da sind wir auch weniger vom Ausland abhängig. Da, wenn einer die Erdölförderung drosselt oder so, dass wir uns da nicht komplett von abhängig, so stark von abhängig machen. Also in gewissem Maße bin ich dafür, aber eben nicht so, lange nicht so, wie es heute gemacht wird. Und natürlich sagt der Energieirrtum, und ich hoffe, ich habe Ihnen das so ein bisschen näher bringen können, dass die Sonne das Klima beeinflusst. Und ich kenne genug Geophysiker und ich habe da manchmal bin ich nicht mit denen einer Meinung. Warum? Es gibt, ich bin nicht gegen Wissenschaft, ich bin wissenschaftlich ausgebildet, aber es gibt Untersuchungen, wenn ich die auf ein falsches Fundament stelle, kommt was Falsches raus. Genauso, ich bin Bonner, wenn ich ein schiefes Fundament mache, Schieferturm von Pisa, baue da ein Haus drauf, dann fällt das irgendwann um. Und so ist es mit Theorien. Warum haben wir so viel Rätsel? Ja? Nur durch falsche Theorien erzeuge ich Rätsel. Ja? Ich muss nur die richtigen Fundamente dafür legen. Wie ich jetzt gerade gesagt habe, ich kann Ihnen auch die Farbe der irgendwelche von Kometen oder so erklären mit den Schweifen und so weiter. Alles mit in der Analogie zu dieser Niederdruckkathodenröhre. Und der Professor Gerlich, der ein Nachwort da geschrieben hat, der sagte mir, ja, als junger Professor habe ich genauso gedacht wie Sie. Und da haben mich alle überzeugt, dass es eigentlich so sein kann. Aber wenn Sie das nochmal so vortragen, ja, sagt er, das ist die Lösung im Grunde. Und das ist die Lösung. Ich bin aber nicht allein. Es gibt genug Wissenschaftler, die das glauben, die aber nicht in den Medien vorkommen. Denn der Professor Gerlich sagt zu mir, ich habe Sie gesehen im Internet, Sie bringen das anschaulich rüber, hätte ich nie gekonnt. Wir sind auch eine Gruppe von Wissenschaftlern. Wir wollen das in den Medien offiziell bringen. Wir kriegen nirgendwo Gehör. Weil da kommen immer dieselben Leute nämlich zum Tragen, die meistens gar keine wirklichen Wissenschaftler sind, hat der Professor Gerlich geschrieben in meinem Nachwort. Ja, wirkliche Forscher und Physiker denken anders als die, die sie heutzutage in den Talkshows da Dings. Wenn die Klimamodelle machen, das hat man eben schon mal draußen diskutiert, dann gibt es genug Leute, die sagen, macht doch mal eure Klimamodelle offen. Wir wollen mal gucken, welche Zahlen ihr da habt. Denn die Theorie kann ja nur so gut sein, wie die Grundlagen sind. Wenn ich da was vergesse, kommt was Falsches raus. Nur mal als Beispiel. Ja? Und wir hatten eben, dass der Kohlendioxid im vorigen Jahrhundert wesentlich höher war und im 19. Jahrhundert, 20. teilweise wesentlich höher war, als wir heute zum Beispiel annehmen. Daraus folgt auch laut anderen, nicht nur vor mir, dass eben, das sagen auch die Geophysiker aus Hamburg, aus Hannover, die haben ein sehr gutes Buch geschrieben, gibt es nicht mehr, aber können Sie noch so irgendwo kaufen, Klimafakten, steht dasselbe drin, so ähnlich, was Sie jetzt auch von mir hören in anderer Art und Weise. Ich begründe das nur, das machen die nicht. Aber egal, ich bin mit denen einer Meinung. Und da sind genug Leute,
die das sagen, aber die kriegen kein Gehör. Das ist bei dem Professor Gehrlich ein hochdekorierter Wissenschaftler, mathematischer Physiker dieser Erde, gehörte zu den besten Leuten, die wir haben überhaupt. Und dann kommt mein Schlussplädoyer immer nochmal, Klimaschutz ist der größte Unsinn, der jemals erfunden wurde. Und Klimaschutz wird immer mit Umweltschutz begründet. Immer und ausschließlich, ich mache es immer wieder, schade, wird immer begründet, wenn ich denn sehe, rauchende Schornsteine, ne, ZDF oder weiß ich, da Tagesthemen beim ARD, dann kommen da rauchende Schornsteine. Ja, Kohlendioxid und Methan können Sie weder riechen, schmecken noch sonst was. Sie sehen es einfach nicht. Sie können es auch nicht irgendwo, es ist einfach da. Ne? Ich dachte, wenn ich irgendwo mal bin und sage, euer Wiesen sind grün, da war aber vor 50 Jahren nicht, ja. Weil wir ein bisschen mehr, tatsächlich ein ganz klein bisschen mehr Kohlendioxid haben. Das ist unsere Lebensgrundlage. Ohne Kohlendioxid würden wir, also Kohlenstoff würden wir ja gar nicht leben können. Und immer wird Klimaschutz mit Umweltschutz begründet. Dann sagen die, ja, man schädigt die Umwelt, indem da Kohlendioxid. Ich kann es nicht sehen, riechen, nichts, da wird nichts geschädigt. Da tut mir leid, wenn Sie da andere Ansicht sind. Ja, es wird nichts, ich kann es nicht sehen. Also wird auch das eventuell Umweltschutzproblem, aber kein Klimaschutzproblem, beziehungsweise diejenigen Leute begründen immer die ganzen Sachen, denken Sie demnächst drüber nach, immer mit Umweltschutz. Niemals mit Klimaschutz, immer kommen Umweltschutzthemen. Ich verdrecke meine Erde und so oder ich verunreinige meine, höre ich immer. Es stimmt aber nicht und da ärgere ich mich am meisten drüber. Ich glaube, ich bin relativ durch mit viel Thesen, mit viel, glaube ich, Stoff in relativ kurzer Zeit. Aber Sie haben sicherlich nicht alles direkt so nachvollziehen können, aber das ist auch ein Grund. Weil ich möchte, dass Sie mein Buch lesen. Ne? Ja. Damit Sie. Ich war gerade beim Verlag und wir haben 2009 die ersten neuen Auflagen, wie gesagt, und 2020 erstmal in die erweiterten, total neuen Auflage. Ich glaube, die auch alleine schon sehr wertvoll aussieht. Und 2022 war die zweite Auflage davon und jetzt war beim Verlag, die ist auch schon wieder quasi ausverkauft, kommt schon die dritte Auflage raus. Und ich habe auch ein sehr schönes neues Buch, Erdtürme Erdgeschichte, wer sich ein bisschen dafür interessiert, für Dinos, für Erdgeschichte, dass alles nicht so alt sein kann, wie es ist. Dem lege ich auch an Herz, das ist im März noch, schon 2002 geschrieben, nach 20 Jahren neu rausgekommen, nach 5 oder 6 Auflagen, jetzt glaube ich die 6. oder so, ganz neu, ganz hochwertig. Februar neu rausgekommen, in Mitte Februar und schon 2/3 ausverkauft davon. Also die Leute interessieren sich doch, muss ich sagen, ich war erstaunt, wer kauft ein Buch, die kosten normalerweise 28 Euro, wer kauft ein Buch, früher waren die 20 Euro, wer kauft ein Buch für 28 Euro. Aber die Leute sind doch interessiert, sage ich jetzt mal so, und vielleicht mehr als vor Jahren und deswegen freue ich mich auch, dass Sie hier waren und mir so geduldig zugehört haben. Schönen Abend. Was mich interessieren würde noch, Sie sagen, es ist nicht endlich, das Erdöl und das Methangas. Wie bildet sich denn das immer wieder neu? Ja, ich glaube, ich habe die Skizze eben gehabt, die Sie auch bei mir auch im Buch finden, eben aus den Sachen, die im Weltall eben vorkommen, ne? Helium, Wasserstoff und Stickstoff. Und daraus unter gewissen Drücken hatte ich Ihnen, war eben die, müsste ich jetzt da zurückschalten, in gewisser Tiefe bilden sich dann da Kohlenwasserstoffe, die dann danach aufsteigen. Das ist auch chemisch nachgewiesen, dass das so kommen kann, weil auf anderen, wie gesagt, auf Asteroiden und auch auf Monden und auf anderen Planeten passiert das auch so ähnlich. Deswegen gibt es auch überall heute Methan, was man bis vor ein paar Jahren nicht geglaubt hat. Noch eine Zusatzfrage. Es wird jetzt immer wieder gesprochen, dass in den USA, dass sie da das Fracking verwenden. Ja. Und
Wenn ja das immer wieder aufsteigt, dann bräuchte man ja das theoretisch gar nicht. Weshalb wird das trotzdem angewendet? Könnte man ja konventionell pumpen wie bis anhin. Ja, eigentlich funktioniert das so, das werden Sie bei mir im Buch auch sehen. Die Erde hat Schichten, ne? Kann man auch nachweisen, statisch, geologisch. Wie gesagt, unsere normalen Sedimentschichten sind ungefähr so 10 Kilometer dick, plus minus. Und da sind immer wieder Schichten, die sind auch, wenn Sie das ganz genau sehen, immer wieder nach bestimmten Korngrößen geordnet, also von fein auf grob und gröber. Und das kommt, wiederholt sich. Und dann kann man nachweisen, das ist doch bei mir auch drin, die Flüssigkeiten unterliegen gewissen Drücken. Ich kann jetzt nicht den Druck einfach, wie man sagt, die Geophysiker früher gesagt haben, der Druck erhöht sich einfach immer bis unten. Das wird so nicht funktionieren, sondern immer wieder in den Schichten bildet sich ein Druckgefälle aus. Und wenn dieses Druckgefälle überschritten wird, dann geht das in die nächste Schicht rein. Deswegen, aber wann das ist, das weiß man nicht genau. Also muss ich in die entsprechende Schicht, die ist in Texas so 4,5 Kilometer tief ungefähr, ich bin da nicht nur einmal gewesen, kann man das da fordern. Es gibt aber auch bis in den Mantel runter, also bis in den Granitsockel herunter, Erdöl, man hat auch irgendwo schon gebohrt und Erdöl im Mantel, also in dem Granitsockel gefunden, was eigentlich der Theorie widerspricht. Und dass es nicht immer weiter Druck nach unten aufgebaut wird, wie man früher gesagt hat, da hat man, Geologen haben gesagt, in 10 Kilometer Tiefe durch die Gravitation ist der Druck so hoch, da kann kein Wasser mehr fließen zum Beispiel. Da sind aber Kohlenwasserstoffe. Heute ist das anders, da hat man in Russland einen tiefen Bohrung gemacht über 12 Kilometer und hat festgestellt, dass in 12 Kilometer Tiefe noch Wasser fließt. War vollkommen von der Theorie, die wir, wenn Sie da früher noch dran denken, hat man gesagt, die Drücke werden immer größer, Gravitation ist ja klar, geht runter. Und dann ist das Gestein so dicht, dass da nichts mehr fließt. Dann hat man in Windisch-Eschenbach eine Bohrung gemacht und hat gesagt, wir wollen die russische Bohrung übertreffen mit 12 Kilometern. Man hat aber nach 9 Kilometern knapp aufgehört zu bohren, weil es ging gar nichts mehr. Da unten war alles flüssig. Es war alles flüssig. Das Loch hat sich immer wieder geschlossen, weil es flüssiges Material reingeflossen ist. Dann hat man behauptet, warum habt ihr denn nicht tiefer gebohrt? Ja, wir haben schon alle Forschungsergebnisse erzielt, die wir wollten. Stimmt aber nicht. Ich habe die Sachen zitiert aus aus Science, aus anderen wissenschaftlichen Publikationen. Da steht auch mit deutschen Forschern drin, dass eben je tiefer man gebohrt hat, gar nichts mehr mit den geologischen Vorstellungen überhaupt übereinstimmt und zu erklären ist. Weil unten durften, wer ein bisschen älter ist, wird mir recht geben, das Gestein wird immer dichter, unten läuft nichts. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Deswegen ist immer in gewissen Schichten Flüssigkeit da, kann man auch hydrostatisch ausrechnen. Und wenn das überschritten wird, dann geht es in die nächste Schicht, da geht so kaskadenförmig, geht das nach oben. Deswegen muss ich so eine Schicht, wenn ich sie jetzt habe, leer pumpen. Ich weiß nicht, wann der Druck überhaupt demnächst überschritten wird. Das kann dann vielleicht, dann könnte man vielleicht messen, das kann dann vielleicht nächstes Jahr sein, kann aber auch vielleicht erst in 50 Jahren sein. Kann ich nicht vorher bestimmen, nicht wirklich. Ich hoffe, ich habe die Frage einigermaßen beantwortet. Ja. Okay, vielen Dank. Dann die nächste Frage. Ja, Kollege. Ja, Kollege, ja. Ich komme nochmal darauf zurück, wir werden ja alle dahin getrieben, möchte ich sagen, fossile Brennstoffe bis zur Mitte des Jahrhunderts sozusagen abzuschaffen. Ja. Das wird begründet damit, dass die Erdtemperatur, die mittlere, bis zur nächsten Jahrhundertwende nicht mehr als 1,5 bis 2 Grad steigen darf oder soll. Wir können das Wetter vielleicht über eine Woche voraussagen, aber es gibt Wissenschaftler, die können also die Temperatur in 80 Jahren schon anhand des CO2-Gehaltes bestimmen. Jetzt haben wir ja bei Ihnen gehört, dass wir umgerechnet auf 10.000 Anteile Atemluft etwa 4 Teile CO2 haben. Ja, das ist die Konzentration. Wie weit will man die denn noch absenken, die CO2-Konzentration, erzeugt durch Verbrennungsprozesse fossiler Brennstoffe? Wie weit will man die eigentlich noch absenken? Wo muss denn der Wert noch hingehen,
dass wir dann alle guten Gewissens in einer Welt leben, die ja diese Effekte nicht mehr zeigt. Man ist im Augenblick sicherlich nicht in der Lage, die abzusenken, weil wir verbrauchen und immer noch zu. Und wenn wir in Deutschland uns hier beschränken, dann ist Ihnen ja klar, dass in Indien und in China da genug verfeuert wird und gemacht wird und CO2, auch in Südamerika oder irgendwo, da wird genug CO2 produziert. Der Einzige, der da so edel vorrangig ist, das sind wir, sag ich jetzt mal so. Und wir, unser Anteil in der Welt, der ist ja so minimal, wie er klein ist. Da gibt es Zahlen drüber. Also da brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Man wird sicherlich den Kohlendioxid, man ist nicht in der Lage, denke ich mal so, den zu senken, wenn man global denkt. Ne? In Deutschland können Sie vielleicht davon sagen, ja, wir machen ein bisschen weniger, aber wie ich Ihnen schon gesagt habe, bringt das gar nichts. Und zu diesen ganzen Klimatheorien das, wie ich schon zwischendurch gesagt habe, ist eine Sache der Voraussetzung. Man hat diese Forscher oder diese Leute, die diese ganzen Sachen haben, gesagt, legt mal eure Berechnungen offen. Denn so eine Berechnung ist nur so gut, wie die Voraussetzungen sind. Wenn meine Voraussetzungen nicht stimmen, kriege ich auch Falsches raus. Ich meine, ich war früher mal ein richtig guter höhere Mathematik. Ich glaube, da war ich ganz oben, sage ich jetzt mal so. Heute nicht mehr, muss ich sagen, weil ich mich nicht mehr damit beschäftige. Aber logische Denken habe ich noch behalten, sage ich jetzt mal so. Aber es stimmt mit den Modellen eben, das Modell ist nur so gut, wie die Voraussetzungen sind. Und die Modelle stimmen mal nicht. Man hat gesagt, legt aber nicht nochmal eure Modelle offen. Machen die aber nicht. Wie ich schon mal vorhin angedeutet habe, werden die Modelle nicht aufgelegt. Genauso wie diese Klimaforscher auch im Fernsehen Sachen bringen. Ich will den Namen jetzt gar nicht nennen, Geoforschungsinstitut Potsdam, meine größten Mitfeinde, sage ich jetzt mal, wenn ich das wirklich so sagen darf, hat den damals mal im ARD im ZDF behauptet, saß er alleine vor der Kamera und er sagte, wir haben es berechnet, der Himalaya ist demnächst eisfrei, wir haben es zigmal hin und her gerechnet, es stimmt, es ist wirklich Dings. Dann hat sich die indische Regierung aufgeregt, hat gesagt, wir haben Gletscher, die wachsen, wir haben Gletscher, die sind eben auch ohne Eis weniger. Das stimmt alles gar nicht. Da war ein großer Aufruhr, da hat man, einer die E-Mails von denen aufgemacht, gehackt. Und dann haben sie dem gesagt, der dann im Fernsehen war, im deutschen Fernsehen, stimmt der? Wo, wie, was? Da musste der ein paar Wochen später, im ZDF, glaube ich um 19 Uhr, hat er gesagt, es stimmt nicht. Und dann gab es eine Meldung in der Welt, eine halbe Seite groß. Da stand das mit diesen indischen Gletschern drin. Dann hat er gesagt, ja, das habe ich von dem Artikel aus der Welt. Und das war zigmal geschrieben, gerechnet und gemacht und getan. Eine Lüge ohne Ende. Er hat das offiziell zugeben müssen, dass das eine Farce war. Und so sind diese ganzen Klimamodelle. Ja? Ich bin an der See in Holland gewesen vor einiger Zeit. Morgens früh gucke mal in die Wetter-App, 9 Uhr, ganzen Tag Regen. Ne? Waren noch Wolken da. 9:30 riss auf, keine Wolke mehr am Himmel, ne? Ganzen Tag. Und die wollen mir sagen, wie das Klima in 30 Jahren. Ne? Klima ist ja 30-jähriges Wetter. Das ist alles erlogen erfunden. Die Modelle stimmen zu 100%, alle nicht. Und die Offenlegung der Sachen wird nicht gemacht. Das ist reine Fiktion, was sie da machen, das Garantierchen. Okay, vielen Dank. Ich habe hier noch eine Frage. Ja, nur ganz kurz mit der Sache, die Sie gerade beantwortet haben, da sind Sie nicht alleine. Also diese Eisbohrungen, die sind ja eigentlich bekannt, da gibt es ja auch andere Wissenschaftler, die... Kein Thema, habe ich auch nicht behauptet. Ja, Sie sind nicht allein. Nee, habe ich nicht behauptet. Aber zwei Sachen habe ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen können, der Rest stimme ich Ihnen eigentlich so ziemlich zu. Das ist, ich komme aus der gleichen Ecke eigentlich wie Sie, aus Essen ursprünglich. Da gibt es viel Bergbau und wenn Sie da runterfahren, einfahren bis 1200 Meter, ja, da wird das immer wärmer, das anstatt stimmt, kälter. Da wäre jetzt die Frage, über welche Zahlen wir reden. Das ist natürlich jetzt nicht die Tiefe wahrscheinlich oder Dicke, die Sie meinen. Das ist jetzt ein bisschen irreführend. Das andere wäre, Sie haben über den Erdkern gesprochen und da wäre jetzt die Frage, der Erdmagnetismus, die Pole sind gar nicht irgendwie erwähnt worden, denn nach meinem Verständnis spielt der Erdkern da irgendwie mit rein, ja, sprich durch die Drehung einmal. Ja. Dann wäre ja die Frage, wie richtet die Erde sonst ihre magnetischen Pole aus, wobei
mir klar ist, die brechen gerade oder verändern sich gerade sehr stark, werden Sie wahrscheinlich auch wissen. Das wären so die Sachen, wo ich nicht so ganz folgen konnte und mit dem... Lass mal eben eine Sache nach der anderen. Ja. Also mit der Erwärmung unten ist ganz klar, Sie reden von richtig, und da sind ja geringe Tiefen. Gibt bei mir, finden Sie auch eine Grafik, Sie können Sie auch irgendwo anders nachlesen, dass es sicherlich wärmer wird, bis zu einer gewissen Tiefe, also ich rede jetzt nicht von 1200 Metern oder so, sondern ich rede da ein bisschen weiter runter. Und dann wird es aber nachher asymptotisch, kommt ein Wärmer nicht mehr dazu. Also in 400-500 Kilometern Tiefe, wie ich gerade dargelegt habe, ist es am wärmsten. Da sind die Sachen in 150 Kilometern noch stark aufgeschmolzen, wenn in 500 Kilometern schon nicht mehr der Fall ist. Aber bis zu dieser Schicht im Grunde wird es wärmer und auch merklich wärmer. Man hat früher gesagt, in dieser Tiefe gibt es kein Methan, weil die Wärme da zu groß ist. Das ist aber in wissenschaftlichen Untersuchungen jetzt widerlegt worden. Da können Sie bei mir auch so ein Diagramm sehen. Und in 400-500 Kilometern Tiefe ist Methan noch beständig. Es wäre nicht beständig unter den entsprechenden, wenn das so warm wäre, Bedingungen, sondern da muss man den Druck dazu haben. Druck und Hitze hebt es praktisch wieder auf. Und je näher wir kommen, desto weniger warm wird es, aber es ist immer noch warm genug und deswegen kann überhaupt Methan bestehen. Also ich gebe Ihnen da vollkommen recht, das geht bis zum, nenne ich Gleichgewichtsschicht, wo die Statik sozusagen im Gleichgewicht ist, äußere und innere Kräfte. Bis dahin geht die Temperatur nach oben, wird aber gedämpft praktisch durch den Druck. Genauso, wenn Sie da in 10 Kilometer Tiefe dann vielleicht mit den Fischen sehen und so weiter. Da hat der Druck, spielt eine Rolle. Sie haben vollkommen recht mit dem. Ich habe nicht das Gegenteil behauptet. Das andere war jetzt der mit dem Erdkern, weil der Magnetismus ist irgendwie gar nicht berücksichtigt worden und nach meiner langen Schulzeit hing der irgendwie damit doch zusammen okay. Unter der Drehung der Erde. Sagt man ja auch so. Und ich habe in TU Berlin studiert und aufgrund meiner Geschichten hier, die ich gerade gebracht habe, ist ein geophysikalischer Kongress in Teuern unten gemacht worden. Da kamen Geophysiker und ich war eingeladen aufgrund meines Buches Irrtümer der Erdgeschichte, das jetzt ganz neu raus ist. Und da haben wir uns auch genau über die ganzen Sachen unterhalten. Das ist in Irrtümer Erdgeschichte ganz klar drin. Der Erdkern soll sich drehen und dadurch soll praktisch der Magnetismus aufgebaut werden. Ich hasse es schon mal, erstmal A, dass die Erde besonders entstanden sein soll, so habe ich es früher gelernt, und dann hat man gesagt, ja, die inneren Planeten und die äußeren Planeten. Eine wissenschaftliche Theorie ist nur so gut, wenn sie einfach ist. Es gibt keine komplizierten Theorien. Und zu sagen, jeder Planet hat ein anderes Entwicklungsschema und so, das ist nicht richtig. Das hat was mit chemischen und anderen Zuständen, Druckzuständen zu tun. Ich behaupte, alles im Grunde entsteht gleichzeitig. Sie können Irrtümer der Erdgeschichte nachlesen, ohne dass ich das jetzt sage. Es gibt drei Gründe, dass der Erdkern sich so nicht entwickeln kann. Und wenn er sich so dreht, dann wo liegt denn jetzt der, zum Beispiel Widersprüche ohne Ende, wo liegt der magnetische Nordpol? Rein theoretisch, wenn der sich so dreht und erzeugen würde, der magnetische Nordpol liegt bei dem Magneten im Süden, bei dieser Drehung. Wenn Sie da gibt es diese Handformel, so und nicht im Norden. Und die Geschwindigkeit ist zu gering, da gibt es drei, die habe ich aus der, das ist nicht von mir, sondern TU Berlin. Und da gab es auch so einen Geophysiker, der hatte auch darüber geschrieben, dass das alles nicht passt mit dem Magnetismus, weil die Geschwindigkeit zu gering ist und so weiter. Warum soll auch die Erde, wieso dreht sich das, ja, hin und her? Dieser ganze Mechanismus, der da ist, das will ich jetzt nicht weiter, können Sie bei mir nachlesen, dass das nicht funktioniert. Wenn ich aber elektrische, also Coulomb, zugrunde lege, dass wir elektrisch reagieren, Erde und auch die anderen Sachen, also alles miteinander in Verbindung steht, mit anderen Worten. Dann ist ganz klar, wenn ich einen elektrischen Fluss habe, aus der Sonne, wie ich gesagt habe, da gibt es auch ein Fachbuch drüber, dann geht die nicht sichtbare Energie der Sonne in den nächstgelegenen Pol, das ist im Augenblick der Nordpol, geht da rein, geht in den Erdkern, erzeugt da im Grunde Energie und geht dann überschüssige Sache, geht am anderen Pol wieder hinaus. Wenn das passiert, als Coulomb-Gesetz, dann haben wir Elektromagnetismus. Auf jedem elektrischen Feld steht ein Magnet
magnetisches Feld senkrecht drauf. Wenn ich sage, die Erde existiert elektrisch, habe ich automatisch ein Magnetfeld, und zwar zwangsläufig. Es gibt kein bewegtes elektrisches Feld, das kein magnetisches Feld um sich hat. Gibt es nicht. Und deswegen haben wir die ganzen Sachen, wenn sich irgendwas bewegt, sie haben überall elektrische Flüsse. Ne? Man musste mich erstmal aufmerksam machen, habe ich früher nie gelernt. Wenn Sie da eine Farbe X haben und da vorne eine Farbe X und Sie haben eine Verbindung, dann fließt elektrischer Strom. Und so lange, bis sich das ausgleicht. Ne? Wir haben früher Bauschäden gehabt ohne Ende. Ich bin ja Bauingenieur, kenne mich gut mit dem Bau aus. Und dann haben wir immer früher Eisenrohre gemacht und Kupferrohre. Die wurden so Kanäle gemacht, da wurden die reingelegt nebeneinander. Macht man heute nicht mehr. Und nach Jahren war ein Lochfraß. Ne? Da war ein bisschen Feuchtigkeit in den Dingern drin vielleicht. Und was war? Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Es gleicht sich aus. Das edle Material und das unedle, die machen ein Mittel irgendwo. Das passiert auch. Das ist Grundlage unseres gesamten Weltalls und so weiter. Wir haben Szenarien, die wir auf natürliche Art und Weise haben. Wir entstehen praktisch auch geologische Schichten. Ja? Dann sagen die Geologen, ja, mechanisch verformt. Ne? Ich habe einen Professor hochdekoriert für einen Freund von mir, Geologe, und der ist heute Geophysiker, der ist jetzt aber eremitiert. Der sagt, die Geophysiker haben die Geologen damals in feindlicher Übernahme übernommen. Es gibt ja heute fast keine Geologen mehr. Da kommt noch einer. Sind alles Geophysiker, die machen alles mit bunten Bildern. Ja, mit bunten Bildern kann ich alles machen. Machen ein bisschen Animationen und dann klappt das auch. Bloß wenn ich so im Bergwerk stehe, steht er mit mir von der Schicht. Da ist so ein riesen Klumpen drin. Keine Risse, kein Nichts, alles um Geschichten umfließen das. Und da sagt er, das soll mechanisch entstanden sein. Und ich stehe daneben und er war eine geladene Freundin und so und sagte, die beiden Revoluzzer der Geologie. Weil wir beide sagen, das geht natürlich nicht, weil ich bin Bauingenieur. Und mit Mechanik geht das nicht zu erklären. Da müsste ich elektrische Diffusionsvorgänge haben oder elektrische Kräfte haben, um da einen Ausgleich zu schaffen. Sonst entsteht so etwas zum Beispiel nicht. Und das sind alles elektrische Kräfte. Wenn irgendwo, überall, wo Sie gucken, ist egal, Sie haben elektrische Flüsse. Kaum messbar, das ist aber auf der Erde auch so. Sie haben hier auf der Erde überall Elektrizität. Leute gibt es, die sagen, wenn zum Beispiel Architektur. Ne? Früher Mittelalter hat man symmetrisch gebaut. Und ich bin in Fodon, haben sie eben gesagt, und da haben meine Freunde von mir haben das mal gemessen. Warum haben die so gleichmäßig rund gebaut und genau gegliedert? Dann kann man messen, dass die Energie durch diese Formenergie, der da, wo der Potentat, also König oder wer auch immer, sein Fürst steht, die Energie gebündelt am höchsten ist. Und wenn Sie davor stehen, ist die am geringsten. Dann kriegen Sie so ein Frösteln und haben da so ein Unterwürfigkeitsgefühl vielleicht. Ich habe mich mal auf so einen Punkt gestellt. Ich sage, meine verstorbene Frau, was machst du denn da? Ich sage, hier haben die gemessen, soll der Punkt sein, wo die höchste Energie ist. Ich habe mich da eingestellt, ich habe nichts gespürt. Und danach bin ich zufällig nachmittags hier, wie heißen die, Reiki mal gegangen, drei Grade, Reiki Grad 1. Der sagt, ich bin eine Stunde lang dort. Das sagt er, ich bin weggeflogen. Sagt er, was hast du denn gemacht? Ich sage, ich habe auf so einem Energiepunkt gerade gestanden. Das ist kein Spaß. Ich wollte nur sagen, Energie haben wir überall und zwar nicht so hohe Energie, aber und deswegen fosselt einen das vielleicht auch mal, wenn Sie zum Beispiel jetzt in den Raum gehen. Gehen nur aus, das 50 Jahre nicht bewohnt ist, dann wird sie das frösteln. Weil die Energie ist quasi gleich null. Wenn Sie da gleich reingehen, wenn bewohnt ist, haben Sie ein ganz anderes Gefühl. Ich war mal für einen Filmschauspieler eingeladen, die wollten von mir eine ARD und ZDF-Serie machen. Übrigens ist er da hingegangen, haben gesagt, wenn du mit dem Film eine Serie machst, kriegst du hier keinen Auftrag mehr, keinen Spaß. Bin ich halt da gewesen, 12 Stunden diskutiert über Gott und die Welt. Der sagte, ich habe ein Gerät, das misst die Intensität, die einer mitbringt in den Raum. Hat dem auch gezeigt. Man kommt also in den Raum und das Gerät schließt aus, X ist egal. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Gerät hieß. Da sagt er, laut unserem Weltbild müsste man sagen, der Mann geht raus und die Energie ist null, weil ich bin ja draußen. Sagt er, je nachdem, wie intensiv der geredet hat, zeigt die Maschine danach Energie an, die langsam weniger wird. Je nachdem, aber da ist noch Energie da. Was man immer daraus schließen will. Wir sind von Energie umgeben. Und wenn wir elektrische Kräfte nochmal haben, dann haben wir automatisch Magnetfeld. Und warum das andere nicht funktioniert, haben Sie nicht das Buch gekauft, der Türmer-Geschichte? Ja, das ist überlegt.
Ja, dann sollten Sie dazu nicht, weil das, weil ich jetzt, ob ich da jetzt 20 Euro mehr habe oder weniger, wissen, ich bin da nicht wirklich drauf angewiesen. Aber alleine wie Sie fragen, wird Ihnen das viele Sachen beantworten, die wirklich fundiert sind. Ja, sind ja jetzt ein paar Sachen noch gekommen, also den Kondensator, den Sie erwähnt haben, ja, der jetzt ein Poolkondensator ist, der würde sich ja normalerweise auch entladen, irgendwann. Die Energie muss ja, die elektrische Energie muss ja irgendwo herkommen. Ja, und die kommt, richtig, die kommt einfach von der Sonne. Ne? Ich sage jetzt mal, gucken Sie mal, die Sonne ist im Augenblick inaktiv. Deswegen haben wir auch diese Wettergeschichten, weil die macht nichts. Können Sie auch nachlesen, die Sonne ist inaktiv. Sie hat keine Reaktion, keine Sonnenflecken wie damals, bei Mauna Minimum. Und die Sonne, die ist auch ganz klar, das ist auch nicht von mir, also ich habe so ein Buch über Astrophysiker, die das auch geschrieben haben, ist ganz klar, die Sonne fliegt jetzt durch das Universum. Und im Universum sind irgendwo Energiefelder, weiß ich, die sind da. Jetzt kommt die Sonne, fliegt da durch, nimmt das auf, verarbeitet das, schickt das praktisch über das Plasma hinweg zu den Planeten und zu den anderen Gestirnen und füttert die, also auch die Erde, mit dieser Energie, die die hat. Da aber im Augenblick die Sonne scheinbar, würde ich vermuten, durch energiearmes Gebiet fliegt und keine Energie aufnimmt, hat die Energie, sondern auch keine große Tätigkeit und die Erde auch nicht. Denn alles, was wir sehen, wird irgendwie anders. Ne? Also sag mal Tornados. Ich habe mal einen mitgemacht in Houston, ganz ehrlich gesagt. Ich bin dann geflogen, weil man denkt, was ist hier los, da war ein Tornado, ich wusste ja gar nicht. Aber wie auch immer, der kam am nächsten Tag. Wie auch immer, die Tornados waren früher eng begrenzt und stark. Die sind heute nicht mehr eng begrenzt, sondern wenn der auf Florida hochkommt, so sind die unheimlich breit, weil die Konzentration nicht mehr stimmt, die Kräfte stimmen nicht mehr. Deswegen sind die unheimlich breit, unheimlich groß. Das hat es früher zum Beispiel nicht gegeben. Und da gibt es noch andere Phänomene, dass die Energie eben im Augenblick, die kosmische Energie, relativ gering ist und da bestimmte Sachen entstehen daraus und auch andere Wetter- und Klimageschichten, die wir haben. Denn es ist ja klar, in den 50er, 60er Jahren war es auch kalt wirklich und ich weiß noch, da kam man aus der Kälte gar nicht raus und heute habe ich kaum noch Schnee im Augenblick. Gut, vor 6 Jahren hatte ich mal Schnee, glaube ich, weiß nicht immer. Aber heute ist das alles ein bisschen anders. Ne? Ist schon so. Das hängt aber mit der Energie zusammen, in meinen Augen. Aber ja, irgendeine Geschichte, wirklich, da würde mich interessieren. Okay, hier ist noch eine Frage. Ja, ich möchte anschließen an die erste Frage, die gestellt wurde. Und da ging es ja darum, wie ist das möglich, dass im Erdinnern ständig auch wieder Methan entsteht und Erdöl entsteht. Und ich bin sicher, Sie kennen die Arbeiten von Ihrem Landskollegen Konstantin Meyl, der ja die Neutrino- und Wirbelphysik erklärt. Und er erklärt in seinem Buch, das kann ich auch nur empfehlen, dass die Welt wächst, und zwar von der NASA beobachtet, 19 cm im Umfang am Äquator. Das ist ungefähr das. Er berechnet das auch. Und da kommt dann die Erklärung, dass Energie gleich Masse, diese Energiestrahlung im Zentrum eben genau das bewirkt, was nachher Helium und Wasserstoff kreiert. Also da wird Energie in Masse umgewandelt und das würde ja dann genau das erklären, was Sie hier vorne beschrieben haben. Den Professor Meyl kenne ich sehr gut. Es gibt auch Fotos von mir, von uns beiden und auf dem Kongress in Teuern, ich gerade gesagt habe, war der zum Beispiel auch und ich war zum Beispiel eingeladen, der hat mal einen Vortrag gehalten an der Clausthalfelder Uni für Elektrotechnik und ich war nur Professoren da und ich war eingeladen aufgrund dieser Geschichte, weil wir uns da auch ausgetauscht haben. Also der ist mir nicht neu und wir haben damals gesagt, eigentlich müsste der einen Nobelpreis kriegen, weil die Hälfte des Universums oder des Energiespektrums ist ja als Rauschen und er erklärt das eben ganz anders, dass da kein Rauschen ist, hat bestimmte Sachen, also ich kenne ihn da gut. Mit dem Methan, habe ich eben gesagt, dass die Erde größer wird. Der war also das war ein Erdexpansionskongress, ungefähr heutzutage 5% der Astrophysiker oder Geologen glauben an Erdexpansion, so wie sie das und ich das gerade gesagt habe. Und die anderen glauben noch nicht dran. Aber die dritte Möglichkeit haben wir noch nicht gehabt. Wir haben Erdverkleinerungen gehabt, wir haben heutzutage, dass die Erde gleich ist ungefähr, plus minus. Und die dritte, da bin ich mit dem ja auch einer Meinung. Deswegen waren wir auch zusammen auf dem Erdexpansionskongress. Ich habe auch erläutert, warum die Erde größer wird zum Teil.
Und die Erde wird eben größer, kann das auch an den Spreizungszonen messen. Sie können eigentlich messen, wie viel da wirklich größer wird. Mit den 19 Zentimeter bin ich nicht, glaube ich, nicht nach den Zahlen, wenn man die überschlägt, aber das spielt jetzt auch keine Rolle im Grunde. 19 Zentimeter wäre relativ viel im Augenblick. Aber die Erde wächst und da bin ich mit dem auch vollkommen einer Meinung. Und in der Tiefe habe ich gerade gesagt, die Energie. Und deswegen ist auch das Energie. Wir haben also wir haben Plasma, 97% oder so des Universums oder 99 sogar bestehen aus Plasma. Wir haben das Plasma innen und das steigt nach oben auf. Und wie gesagt, aus den Urstoffen, aus denen dieses Universum geschehen ist, wird in bestimmten Tiefen drücken und so weiter. Das habe ich gerade auf dem Schaubild auch gehabt. Daraus werden Kohlenwasserstoffe und zum Beispiel Erdöl entsteht aus Methan. Unter bestimmten Drücken als chemische Ausfällung sozusagen, wenn das bestimmte, hier, dann sind wir wieder bei Temperatur in der Tiefe und so weiter, wenn das stimmt. Ne? Das Erdöl kann also nicht irgendwo in 400 Kilometer entstehen, weil die Drücke und so weiter da nicht entsprechend sind. Da gibt es aber, das alles gar nicht von mir, das habe ich übernommen von dem Astrophysiker, hier aus Österreich, da können Sie bei mir die Quellen auch nachlesen. Ist ja nicht so, dass ich alles erfunden habe. Ich habe nur die Begründung geliefert, warum, und habe verschiedene Wissenschaftler, auch der Meier, der kommt bei mir der ein oder andere Mal vor, ne? Auch warum entsteht zum Beispiel so ein Kugelblitz, ne? Hat der Meier geschrieben, finde ich sehr gut, ist bei mir auch drin, ja? Wenn die Energie fließt, Sie sehen es jetzt nicht, die Energie fließt. Aber wenn die Energie sich aufkugelt, also eine Kugel bildet, dann wird mit einmal die Energie sichtbar, zum Beispiel als Kugelblitz. Wenn das aber die Spannung und so nicht mehr stimmt, dann fällt auseinander, dann verschwindet der mit einmal ganz plötzlich. Das ist zum Beispiel von dem Mal, ne? Also den ich sehr hoch schätze und so weiter. Also guter Mann, muss ich ehrlich sagen. Also ich kenne den schon noch. Okay, wir hätten jetzt hier noch eine Frage. Ich würde vielleicht auch in... Achso, wir würden jetzt nur in Anbetracht der Zeit vielleicht dann sagen, dass Sie haben auch noch eine Frage, vielleicht noch zwei Fragen und dann eine kleine, okay, und dann erzählen wir Sie stehen danach noch gerne im persönlichen Gespräch dann für Fragen noch zur Verfügung, aber wenn es dann okay ist, würden wir dann auch den Abend mit den zwei Fragen beenden. Ja, okay. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist das Erdinnere ja nicht heiß, sondern kalt, also mit Gasen und Magnetismus. Ne? Und was mir dann nicht erklärlich ist, und da bitte ich Sie um eine Erleuchtung für mich, dass ich, wie kann ich mir denn dann plötzlich die Magma und die Vulkane erklären, also wo werden die dann gebildet? Das ist mir irgendwie ein Mysterium. Magma ist eigentlich nur verflüssigtes Gestein. Und wie ich eben in dem Fachschaubild, Fachliteratur gezeigt habe, da haben wir ja gerade schon besprochen, ist die Erde in ungefähr 150 Kilometern relativ flüssig. Das ist meines Erachtens diese Gleichgewichtsschale, sage ich dazu, wo die äußeren und inneren Kräfte im Gleichgewicht stehen. Und da ist es auch relativ heiß und da haben wir auch Magma. Wenn Sie in 500 Kilometer Tiefe sehen, haben Sie mein Schaubild gesehen eben, da gibt es nur noch einen Fleck, wo wirklich heißes Material ist. Und heute, die heutigen Geophysiker werden nicht mal behaupten, dass der Erdmantel flüssig ist. Das wird heute keine, haben Sie noch vor 20 Jahren gesagt, heute nicht mehr. Das heißt, wenn ich tiefer gehe, wird es gar nicht mehr flüssig. Das heißt, wir haben auch keine Flüssigkeitsschale, wie wir früher hat man gesagt, da ist eine Schale, da ist alles flüssig und so weiter. Das sagt heute keiner mehr. Wir haben auch der Yellowstone, kriegt seine Lava aus einer Ansammlung, die ich auch gerade im Schaubild hatte, wo es im Grunde flüssig ist. Und da kommt es hoch. Dabei kann aber Magma nicht alleine kommen, wie ich erläutert habe, sondern ich brauche einen Zünder. Ich brauche etwas, dass das aus den großen Tiefen heraus, also wer ein bisschen nur Werkstoffkunde kennt, und ich würde etwas durch einen kleinen Schlot pressen, das würde irgendwann galvanisieren und sich dann praktisch sozusagen ausgleichen. Da geht kein Fluss, der hunderte Kilometer hoch geht oder so. Das passiert nicht. Kann nicht passieren. Das haben schon andere Leute geschrieben. So, und wenn ich da aber Methan oder auch andere Kohlenwasserstoffe reinjage in diesen Schlot, dann wird diese ganze Sache verflüssigt. Und das passiert eben nicht ganz unten, sondern in gewissen Tiefen. Ich sage jetzt mal 400, 500 Kilometer auch tief.
oder manchmal sind die Sachen auch nur 300 Kilometer tief und so, und dann wird das nach oben geschossen. So funktionieren auch die, die ich da hatte, die Stammvulkane. Wenn Sie bei mir das Irrtümergeschichte nachlesen, werden Sie sehen, dass die Vulkane alle nach demselben Prinzip funktionieren. Einmal kommt Sand raus, einmal kommt Schlamm raus und einmal kommt Lava raus. Das Prinzip, warum das funktioniert, ist immer dasselbe. Und zwar muss ich einen Zünder darin haben, der mir das nach oben bringt. Egal wie. Ich glaube mal, war mal in Texas, war eine Bildausstellung, interessiert mich eigentlich nicht Bilder, so normale Bilder, sage ich jetzt mal irgendwas. Und mit einmal sehe ich da einen Bohrturm und alles weiß. Da denke ich, ach, da war Winterlandschaft. In Texas ist ja auch Winter. Nee. Da haben die da unten gebohrt und heute können die messen, ob da unten Flüssigkeiten sind. Aber keiner weiß, was das für eine Flüssigkeit ist. War Salzwasser. Da ist jeden Tag, ich weiß nicht mehr die Zahlen, unglaubliche Mengen und über lange Zeiträume hinweg unstoppbar Salzwasser aus dem Bohrturm ist da geschossen. Und da war überall Salz. Können Sie bei mir nachlesen. Ich hab das Bild aus dem Bild da drin und auch nachrecherchiert. Unglaublich. Es gibt Bohrtürme in Kalifornien, da kommt Wasser raus, Salzwasser ohne Ende, und zwar ist nicht stoppbar. Und auch andere Flüssigkeiten kommen da raus. Es ist, man weiß es nicht. Also ich brauche einen Zünder und das kommt aus diesen Tiefen und nicht vom Erdkern. Das hat man früher mal irgendwo, dass da so ein, also sich hochschlängelt und oben wird, das ist nicht mehr. Glaubt man nicht mehr, ist auch nicht so. Sie haben es an meinem Diagramm da gesehen. Das ist auch nicht von mir. Hochwissenschaftlich. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen beantworten können. Okay, ja, ich habe gerade gehört, wir müssen leider Schluss machen, okay. Oder den Abend beenden. Ja. Also wirklich nochmal vielen herzlichen Dank, war super. Ja, danke. Das Thema